Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Veranstalter dieses utopischen Raumes. Ich will Sie nennen, das ist einmal das Institut für Sozialforschung hier in Frankfurt, das ist die Frankfurter Rundschau und das ist die Stiftung Medico International. Mein Name ist Thomas Giebauer, ich bin der Sprecher der Stiftung. Wir freuen uns natürlich über diese große Resonanz, die dieser utopische Raum inzwischen gefunden hat und wir freuen uns heute ganz besonders. Denn in diesen Tagen ist das ja nicht selbstverständlich. Es werden reihenweise öffentliche Veranstaltungen abgesagt. Sie haben das mitbekommen. Und da bewundern wir schon Ihren Mut, dass Sie hierher kommen und dem hysterischen Geschehen rund um den Coronavirus trotzen und öffentliche Räume nicht meiden. Das ist sehr toll, das ist sehr löblich und das freut uns. Ich will damit das Leid, dass die an dem Virus erkrankten Menschen erfahren, keineswegs kleinreden, aber doch die Frage aufwerfen, ob wir mit dem historischen, mit dem dystopischen Spektakel, so muss ich das wohl nennen, dystopischen Spektakel, das uns da geboten wird und das uns so in Beschlag nimmt, nicht den Blick verlieren für die anderen und die großen Schrecken, die in der Welt sich ereignen. Zum Beispiel der Horror, für den Orte stehen wie Idlib oder Lesbos. Was diese Orte miteinander verbindet, das ist einmal das unfassbare Leid von Menschen, aber in einer zweiten Spur auch das, was uns heute beschäftigt, nämlich die Aushöhlung oder das Außerkrafttreten von demokratischen Rechten. Das Recht auf politische Selbstbestimmung zum Beispiel wird im Augenblick auf wohl massivste Weise regelrecht zermalmt im Bombenhagel auf Idlib oder in der Aushungerung des Aushungerns von Rojava, der im Norden Syriens gelegenen Provinz, in dem die Kurden so etwas wie ein demokratisches Projekt versucht haben aufzubauen. Das Recht auf Asyl, auf Schutz vor Verfolgung wird im Augenblick viele Jahre lang schon mit Füßen getreten worden an den europäischen Außengrenzen, aber wird im Augenblick wahrscheinlich bis zur Unkenntlichkeit ausgehöhlt. Es wird ihm komplett der Garaus gemacht. Sie haben das verfolgt, es sind inzwischen rechtsradikale Extremisten aus allen Teilen Europas vor Ort und haben dazu beigetragen, dass Flüchtlinge geschlagen werden, zurückgedrängt werden, dass Schüsse fallen und die Helfer bedroht werden. Auch unsere Partner, die vor Ort in Lesbos tätig sind, die Partner von Pro Asyl zum Beispiel, sind da betroffen von und sind mit dem Tode bedroht. All das hat sich lange angekündigt. Alles das ist nicht unbedingt neu. Die Eskalierung der Gewalt, ebenso wie die Aushöhlung der demokratischen Rechte, das ist eine lange Geschichte, das werden wir heute auch miteinander besprechen können und ist vor allem ein weltweites Phänomen. Wenn Sie die Zeitung gelesen haben heute Morgen oder vielleicht es in den Nachrichten gehört haben, es ist ein Bericht von Civicus, eine NGO, veröffentlicht worden, die seit vielen Jahren die Möglichkeiten des zivilgesellschaftlichen Engagements in aller Welt untersucht. Die kamen zu dem Ergebnis, ein schockierendes Ergebnis, dass nur noch für 3% der Weltbevölkerung, das sind weniger als 300 Millionen Menschen, man muss sich die Zahl vergegenwärtigen, die Grundrechte gesichert sind. Und die Tendenz geht nach unten. Um die Demokratie steht es also schlecht, das ist uns bekannt. Und die Schließung der demokratischen Räume nimmt zu und führt dann auch wieder zu dem, was ich am Anfang zu der Krankheitsepidemie gesagt habe. Es ist kein Zufall, dass alle großen Epidemien, die zuletzt von sich reden gemacht haben, sei es nun die Vogelgrippe oder SARS oder jetzt die Coronavirus-Infektion, den Ausgang in China genommen haben, einem Ort, wo in der Tat demokratische Rechte ausgehöhlt sind und demokratische Verfahren und Institutionen kaum existieren. Da ist eine Politik im Gange, das wissen Sie, die auf Wachstum setzt, auf Macht, auf machtvolle Größe im Weltmaßstab und dafür viele Menschen braucht, aber nicht unbedingt menschenwürdige Lebensumstände. Die Fragen, die jetzt aus all diesem, was ich gerade geschildert habe, sich ergeben, liegen letztendlich auf der Hand.
Es ist höchste Zeit, den Blick genauer darauf zu richten, was denn die Ursachen für die Krise der Demokratie sind, wenn man das überhaupt so nennen will. Wir werden auch dazu was hören. Und das aber auch nicht nur, um jetzt sich damit analytisch zu beschäftigen, sondern vor allem, um die Frage zu beantworten, die eigentlich entscheidende Frage, was denn zu tun ist, um zur Demokratisierung der Demokratie beizutragen. Wie kann die Demokratie, ein Herzstück der Moderne, ich will nicht sagen verteidigt werden, sondern geschaffen werden? Und ich bin sehr froh, dass wir zur Beantwortung dieser Frage einen wirklich berufenen Referenten gefunden haben, der heute hier ist, Stefan Lessenich. Stefan, ganz herzlich willkommen in Frankfurt. Sie werden gleich sehen, er ist auch lädiert, der Arm ist bandagiert, hat nichts mit irgendwelchen Viren zu tun, sondern mit einem Sturz, aber der kann auch sehr bedeutend sein. Es ist wunderbar, dass du es trotzdem geschafft hast und hier bist und heute zu uns sprechen kann. Für die, die Stefan Lessenich nicht kennen, ich befürchte, alle kennen ihn, will ich trotzdem ein paar Worte sagen. Er gehört sicher zu den führenden Soziologen Deutschlands. Er lehrt an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und er ist vielen von uns auch bekannt über seine langjährige Tätigkeit im Jenaer Postwachstumskolleg, das er zusammen mit Klaus Dörre und Hartmut Rosa geleitet hat. Das Postwachstumskolleg war auch schon Thema und war auch hier vertreten beim Auftakt dieses utopischen Raumes. Also Sie sehen, wir sind hier unterwegs in vernetzten Strukturen und das ist ja auch das Interessante und das Spannende daran. Und es ist auch schön, dass ich viele Gesichter wiedersehe, also das Prozesshafte unseres Geschehens auch in dem Moment sich ausdrückt. Stefan Lessenich ist zudem Kuratoriumssprecher des Instituts für Solidarische Moderne und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, und natürlich ein eifriger Buchautor. Einige seiner Bücher haben wir da, Sie können sie anschauen, Sie können sie auch käuflich erwerben. Eines neben uns, die Sündflut, ist sicher inzwischen ein Standardwerk für alle Menschen, für viele Menschen, die sich mit Fragen der zerstörerischen Lebensweise beschäftigen und wie sie zurückgedrängt werden kann. Um sein neues Buch wird es heute gehen, Die Grenzen der Demokratie, ein kleines Bändlein, was da liegt. Es ist auch schon eifrig verkauft worden, Stefan, ich habe es gesehen. Es wird darum heute gehen und ich kann Ihnen die Lektüre dieser Bücher eigentlich nur empfehlen. Werfen Sie einen Blick rein und bevor ich jetzt also endgültig das Mikro an Stefan Lessenich übergebe, will ich noch kurz zum Ablauf sagen, dass er einen Vortrag halten wird, der wird vielleicht 40 Minuten dauern. Wir werden uns danach hier auf der Bühne noch ein wenig unterhalten und dann werden auch Sie, wie gewohnt, viel Raum haben und viel Platz haben, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und danach können Sie, wann immer Sie wollen, auch noch ein Glas Wein trinken. Es ist wunderbar. Aber jetzt zum Vortrag. Der Titel lautet Demokratie jetzt. Stefan, jetzt bist du dran. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Einladung, für die freundliche Einführung. Ich weiß gar nicht, warum der Kollege befürchtet, dass Sie mich schon alle kennen. Dann sage ich jetzt mal, ich hoffe, Sie kennen mich noch nicht. Sie werden mich erleben. Ja, toll, dass so viele Menschen hier sind, freut mich wirklich sehr. Vielleicht ein paar rahmende Bemerkungen vorab. Also erstens, genau, ich bin lädiert und mein Arzt darf nicht wissen, dass ich hier bin. Also das dringt nicht nach außen. Das ist eine, wenn Sie zwischendurch bei dem Vortrag ein leises Fiepen vernehmen, dann sind es die Schmerzen, die ich unterdrücke, weil zufällig meine linke Hälfte lädiert ist. Dann muss ich sagen, ich habe die Probe gemacht, ich habe ja so eine PowerPoint-Präsentation, ich war ganz hinten, ich habe allerdings auch gerade neu graduierte Gläser, gradierte, weiß ich nicht, also ich konnte alles lesen von hinten, ich hoffe, dass Sie das auch können, ansonsten sage ich aber eigentlich alles, was dort steht. Und vielleicht auch dazu noch eine Vorbemerkung, ich wurde gerade schon beängstigt gefragt, ob ich jetzt nicht mehr erzähle als das, was am Freitag, glaube ich, in der Frankfurter
Rundschau stand, da habe ich gesagt, ja doch, also ich lese das nicht vor, aber das ist natürlich der Kern. Ich stelle jetzt die zentralen Ideen, das Grundargument des Buches vor, Grenzen der Demokratie, das kommt gleich zu Werbezwecken auch nochmal im Bild. Und dann geht es aber etwas noch darüber hinaus, über das, was in der Rundschau stand und sowieso dann in der Debatte, die wir gemeinsam führen werden. Demokratie jetzt, ich konnte nicht mehr rekonstruieren, wie der Titel zustande kommt. Womöglich habe ich ihn vorgeschlagen. Ich finde, für einen utopischen Raum klingt er zu imperativ, vielleicht auch zu voluntaristisch, ja, vielleicht auch zu aktionistisch. Ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, gerade auch nochmal bei der Vorrede, der Titel hätte eigentlich nur Demokratie lauten müssen, um die Botschaft zu übermitteln, dass es meines Erachtens eine Utopie ist. Vielleicht eine Realutopie, aber Demokratie, und das ist mein Argument heute, ist etwas, was einstweilen nicht realisiert ist, jedenfalls nach den Maßstäben, die ich anlegen werde. Und eine Realutopie wäre tatsächlich an der Demokratisierung der Demokratie zu arbeiten. Damit fängt auch der Vortrag an. Wie gesagt, jetzt so etwa bis 20 Uhr werde ich Sie damit behelligen. Mythos Demokratie. Ausgangspunkt, neben uns die Sintflut, das Buch ist genannt worden. Ausgangspunkt meiner Arbeit in den letzten Jahren. Was treibt mich eigentlich an? Vielleicht interessiert Sie es auch nicht, ich sage es Ihnen aber trotzdem. Es treibt mich eigentlich an, so ein bisschen die Lebenslügen der westlichen demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften zu thematisieren. Und zwar jetzt nicht nur ihrer Selbstbeschreibung in Sonntagsreden oder in autoritativen Texten, Verfassungen oder Ähnlichem, sondern eigentlich auch die Lebenslügen, die wir selber als Bürger und Bürgerinnen von demokratisch-kapitalistischen Wohlfahrtsstaaten in uns rumtragen, diese Lebenslügen zu thematisieren und zu befragen. Selbstüberhöhungen und doppelte Standards, ich werde dazu nachher etwas sagen, was ich meine als Beispiel, die Tage Anfang der Woche gelesen in der Süddeutschen Zeitung, ein Kommentar mit dem Titel Zynisches Kalkül. Und da ging es um den Präsident Erdogan, der die Geflüchteten instrumentalisiert und politisch nutzt und sie sozusagen nach EU, Europa schickt. Und es wurde in einem längeren Leitartikel als zynisches Kalkül dargestellt. Was es natürlich ist, in diesem Artikel gab es kein Wort dazu, dass das eigentlich zynische Kalkül, das dem vorausgeht, ist, dass die Europäische Union zynisch kalkuliert, dass sie durch Finanzhilfen an die Türkei sich das, was hier als Problem gerahmt wird, vom Halse halten kann und in Nordafrika oder an der türkischen Grenze oder wo auch immer im Außenraum, an den Außengrenzen oder den erweiterten Außengrenzen der Europäischen Union bestimmte Voraussetzungen schaffen kann dafür, dass hier das Leben einigermaßen so weitergehen kann, wie es gewohnt ist für uns. Das halte ich für ein zynisches Kalkül. Und dass das nicht immer wieder auch mitthematisiert wird, selbstverständlich gilt es, die entsprechenden Kalküle des Herrn Erdogan zu kritisieren, aber dass nicht gleichzeitig mitgeführt wird und reflektiert wird, was sind denn die Voraussetzungen für dieses zynische Kalkül, was liegt dem voraus. Das stört mich seit geraumer Zeit und das ist so ein bisschen ein Antrieb meiner Arbeit in Neben uns die Sintflut und Grenzen der Demokratie ist im Grunde genommen eine Fortschreibung. Da geht es nämlich dann nicht nur um die Frage von Arbeitsbedingungen, ökologischen Standards, wo wir doppelte Standards anlegen, wo hierzulande bestimmte Standards herrschen und wir überhaupt keine Probleme damit haben als Gesellschaft, als sozusagen Kollektiv der gesellschaftlichen Gemeinschaft keine Probleme damit haben, dass anderswo ganz andere Standards herrschen, sehr viel schlechtere, von denen wir mittelbar und unmittelbar profitieren. Mir geht es aber heute auch dann um die im weiteren Sinne nicht nur politische, sondern gesellschaftliche Verfasstheit namens Demokratie. Also das ist sozusagen der allgemeine Antrieb und der konkrete Ausgangspunkt dieses Buches ist die Debatte um die Krise der liberalen Demokratie. Es ist angesprochen worden, seit geraumer Zeit ist es eigentlich gemeinsam geteiltes Wissen in dieser Gesellschaft, in der Öffentlichkeit dieser Gesellschaft, dass die liberale Demokratie in der Krise ist und für gewöhnlich wird es entweder mit den rechtspopulistischen, rechtsextremistischen, neofaschistischen Bewegungen, die in Europa allfällig ihren Aufschwung haben, begründet. Schon davor gab es aber die Diskussion um das, was in der Sozialwissenschaft, aber
mittlerweile auch im Feuilleton als Postdemokratie bezeichnet wird, nämlich die Diagnose, die Demokratie ist in der Krise, weil sich einerseits starke Wirtschaftsinteressen, die Konzerne oder die KapitaleignerInnen relativ unvermittelt in die Politik einklinken können. Die können die gängigen Prozesse der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung umgehen und sozusagen direkten Zugang zu den Entscheidern und Entscheiderinnen finden, um ihre Interessen durchzusetzen. Das ist sozusagen eine Kritik an der liberalen Demokratie unter dem Label Postdemokratie. Die formalen demokratischen Entscheidungsprozesse werden ausgehöhlt und unterlaufen durch mächtige Interessen. Das andere ist sozusagen die mediale Vermittlung des politischen Prozesses. Die Kritik, die in der Postdemokratie oder die Diagnose, die drinsteckt, wäre dann zu sagen, naja, es finden eigentlich gar keine sachgerechten, sachgemäßen, problemangemessenen gesellschaftlichen Debatten mehr statt im politischen Raum, sondern Politik ist medial vermittelt und dann ist es wichtiger, welches Kostüm die Kanzlerin trägt oder wie sie ihre Hände hält, als welche Politik sie treibt und was hinter dem wir schaffen, das eigentlich alles steckt. Diese Debatte über die Postdemokratie beginnt in den 2000er Jahren, in den frühen 2000er Jahren. Es gibt einen wichtigen Autoren, der den Begriff nicht geprägt hat, aber popularisiert hat, Colin Crouch. Und in dieser Postdemokratie-Debatte ist immer die Vorstellung, naja, früher, da gab es vollständige Demokratie. Heute ist sie in der Krise. Wir erleben eine historische Phase, in der demokratische Rechte abgebaut werden oder sozusagen die Demokratie formal weiter existiert, aber material ausgehöhlt wird, substanziell an Wert verliert. Und das steht hier dann mit dabei. Die implizite, sehr häufig aber auch ausdrückliche Botschaft, die da drin steckt, ist, wir hatten früher die vollwertige Demokratie. Wir haben eine Phase des Aufstiegs von demokratischer Gestaltung der Gesellschaft gehabt und die hat ihren Höhepunkt in den 1970er Jahren erreicht und seitdem geht es bergab. Also die Rede von der Krise der liberalen Demokratie heute und von postdemokratischen Zuständen trägt häufig mit sich die Vorstellung, das idealisierte Bild, dass wir eine Vergangenheit erlebt haben in den westlichen demokratisch-kapitalistischen Gesellschaften, die sozusagen nicht nur höherwertig gewesen wäre, sondern wo das Ideal der Demokratie auch realisiert gewesen ist. Das kommt sehr häufig von sozialdemokratischer Seite, sehr häufig von männlich-sozialdemokratischer Seite, wo die Autoren dann, Colin Crouch ist nicht der Einzige, sozusagen das Bild der korporatistischen Demokratie, wo Arbeit und Kapital noch zwar nicht an einem Strang gezogen haben, aber sozusagen sich gemeinsam über die Gestaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse gestritten und dann geeinigt haben, gerahmt durch den Staat, der Einkommensverteilung und Umverteilungsprozesse jedenfalls ansatzweise organisiert hat, dass es da sozusagen eine korporatistische Demokratie gegeben habe, die Demokratie tatsächlich lebendig gemacht habe, mit Leben gefüllt habe. Und die Vorstellung ist, heute haben wir sozusagen eine im Vergleich dazu minderwertige Demokratie. Meine These wäre, und wer in die Rundschau geschaut hat oder vorher vielleicht schon Le Monde Diplomatique gelesen hatte, Ende letzten Jahres, meine These, das habe ich auch so provokativ formuliert, wäre, dass wir nie demokratisch gewesen sind. Also in Le Monde Diplomatique war das im Perfekt, die Rundschau hat es in den Imperfekt gesetzt, wir waren nie demokratisch, weiß gar nicht, müssen wir noch mal genau überlegen, was jetzt die feinen Unterschiede sind dieser unterschiedlichen grammatikalischen Semantik. Egal, die These ist, gemessen an bestimmten Standards, die ich jetzt gleich dann offenlege, würde ich behaupten, dass der Höhepunkt der westlichen industrialistischen Demokratie in den 1970er Jahren womöglich aus einer bestimmten Perspektive ein Höhepunkt gewesen ist, aus einer anderen nicht. Ich glaube, was die Frage von der Berechtigung des weiblichen Teils der Bevölkerung, des Zugangs zu Arbeitsmärkten, der Gleichstellung, auch der Inklusion angeht, ist diese Gesellschaft wahrscheinlich, wenn nicht sehr weit, so doch weiter als in den 1970er Jahren. Aber die Grundthese ist, dass an einem substanziellen Demokratiebegriff gemessen diese Gesellschaft, also auch in der Nachkriegszeit, niemals demokratisch gewesen ist. Es ist ein Problem vielleicht heute, das so zu formulieren, weil man dann vielleicht in den Ruch kommt, sehr nah an Kritiken der liberalen Demokratie von rechts zu sein. Ja, wir sind überhaupt nicht demokratisch. Mit dieser
Problematik muss man sich auseinandersetzen. Ich hoffe, dass durch den substanziellen Demokratiebegriff, den ich hier anlege und von dem ich sozusagen dann zeigen möchte, dass die Distanz der realen demokratischen Verhältnisse in dieser Gesellschaft doch recht groß ist, dass ich mit diesem substanziellen Begriff mögliche Missverständnisse ausräume, dass das irgendwas gemeinsam haben könnte mit Demokratiekritik von rechts. Aber erstmal so formuliert, wir sind nie demokratisch gewesen, wir leben eigentlich nicht in einer Demokratie, ist natürlich erstmal, wie gesagt, eine Aussage, die sich auf dünnem Eis bewegt. Ich werde es gleich deutlich machen, welchen Demokratiebegriff ich habe. Im Grunde genommen geht es mir um die Frage der Öffnung und Schließung von Berechtigungsräumen. Demokratie sehe ich als einen Raum der Berechtigung und den kann man weiter fassen. Da kann man mehr Menschen einbeziehen mit mehr Rechten auf Teilhabe in mehr Lebensbereichen oder man kann diesen Berechtigungsraum schließen. Man kann Personen, Gruppen, Sozialkategorien, vielleicht auch ganze Gesellschaften ausschließen aus diesem Raum. Also es geht sozusagen um den atmenden Berechtigungsraum, die Öffnung und Schließung von Räumen. Dahinter stecken soziologische Theorien, die hier, glaube ich, nicht relevant sind, die schon relevant sind, aber die ich jetzt hier nicht anspreche. Es geht um die Öffnung und Schließung von Berechtigungsräumen, zeige ich gleich. Und es geht darum, dass so gesehen Teilhabe ein Verteilungsproblem ist. Nämlich all diejenigen, die ausgeschlossen werden, sind von der Verteilung von Teilhabe eben auch ausgeschlossen. Also dieses Atmen, dieses Öffnen und Schließen von Berechtigungsräumen ist eine Frage der Partizipation, der Teilhabe an Teilhabe oder des Ausschlusses davon. Öffnen und Schließen, das ist also sozusagen der Rahmen nochmal. Demokratie in der Literatur wird dann gerne gesagt, es ist ein wissenschaftlich normativ umkämpftes Konzept, ein sehr stark umstrittenes Konzept. Was ist eigentlich Demokratie? Ja, was lesen wir da rein? Wer hat eigentlich zu bestimmen, was Demokratie ist? Also es ist ein gesellschaftlich umkämpftes Konzept auch. Demokratie ist auch der Gegenstand von harten politischen Konflikten immer gewesen. Also des Bürgertums gegen den Adel und den Klerus, um bestimmte Berechtigungen für sich einzufordern. Dann der Arbeiterbewegung gegen das Bürgertum. Die Historie der Demokratie ist eine des Kampfes, des Konfliktes um die Öffnung von Berechtigungsräumen. Mehr Menschen, mehr Teilhabe an Berechtigungen. Ich sage gleich, um welche Form von Rechten es dabei meines Erachtens geht. Und dafür ist wichtig, vorauszuschicken, dass ich einen, und jetzt muss ich das an der Stelle sagen, gewissermaßen soziologischen Begriff von Demokratie habe und keinen politikwissenschaftlichen. Demokratie ist für mich nicht nur, und wenn ich das jetzt sage, nicht nur, dann meine ich das analytisch, nicht um das abzuwerten. Demokratie besteht auch aus den gerade eben schon genannten förmlichen, verrechtlichten, institutionalisierten Verfahren der demokratischen Meinungsbildung, Willensbildung, Entscheidungsfindung. Dazu gehört die Gewaltenteilung, dazu gehört die Abwechslung von Regierungen, von Mehrheiten, demokratische Wahlen und so weiter und so fort. Für mich ist aber Demokratie mehr als sozusagen das politische System und die politische Verfasstheit im engeren Sinne der Gesellschaft, sondern ich würde einen soziologischen Begriff von Demokratie in Anschlag bringen, der meint, dass Demokratie eine Vergesellschaftungsform ist, eine Form der Organisation des gesellschaftlichen Lebens, eine Form der Gestaltung, der dann eben auch umkämpften Gestaltung von gesellschaftlichem Zusammenleben. Es gibt Klassiker in der Soziologie und Sozialwissenschaft, die sie schon früh so gesehen haben. Ich würde sagen, jemand wie Alexis de Tocqueville über die Demokratie in Amerika hat eine solche Vorstellung von Demokratie als Lebensweise, als gesellschaftliche Verfassung über den im engeren Sinne politischen Bereich hinaus, was auch heißt, eine solche Vorstellung von Demokratie wendet einen erweiterten Begriff des Politischen an, wo es nicht nur um die Politik im formalen, engen, institutionalisierten Sinne geht, sondern um das Politische, um die politische Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und jetzt lasse ich sozusagen die Begriffskatze aus dem Sack. Was meine ich, wenn ich einen substanziellen Begriff von Demokratie habe, an dem ich dann gegenwärtige gesellschaftliche, demokratische Verhältnisse messe. Ich meine, dass Demokratie das für alle gleiche Recht ist, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die ihre eigenen Lebensbedingungen massiv beeinflussen, mitzugestalten, an der kollektiven Gestaltung der Verhältnisse mitzuwirken, die die eigenen Lebensbedingungen bestimmen.
Wir alle sind in gesellschaftliche Strukturen gestellt, ob wir wollen oder nicht. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Wir sind gezwungen in bestimmten gesellschaftlichen Strukturen, ja, Regelsystemen, Normierungen, Institutionen, uns zu bewegen. Und Demokratie würde heißen, diese Strukturen, die unsere eigenen Lebensbedingungen massiv beeinflussen, die unseren Optionsspielraum, unseren Handlungsspielraum, die Möglichkeiten, uns in Gesellschaft zu bewegen und unser Leben zu führen, massiv beeinflussen. Demokratie würde heißen, diese strukturellen Verhältnisse selber mit beeinflussen zu können, nämlich über die Teilhabe an kollektiven Prozessen der Gestaltung der Gesellschaft. Also ich lebe in einer Demokratie, wenn ich die Strukturen, die meine Lebensbedingungen massiv beeinflussen, wenn die nicht außerhalb meiner Reichweite sind und ich ihnen nur unterworfen bin, sondern wenn ich die selber mitgestalten kann. Können wir darüber reden, ist vielleicht ein zu weiter Begriff, aber darum geht es im Kern. Wer darf eigentlich an der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse teilhaben, an der kollektiven Gestaltung, die seine eigenen individuellen Lebensverhältnisse prägen und bestimmen? Und ich würde sagen, wenn man das anlegt, dann kann man die Geschichte der Demokratie, aber auch die Gegenwart der Demokratie rekonstruieren als ein Zusammenspiel von Öffnungs- und Schließungsprozessen. Öffnung heißt, bestimmte Personengruppen sind einbezogen in sozusagen diesen demokratischen Teilhaberaum. Bestimmte Personengruppen sind in der Lage, sehr stark ihre eigenen Lebensverhältnisse mit beeinflussen zu können über die Beeinflussung der gesellschaftlichen Bedingungen. Und manche sind das in geringerem Maße und manche sind überhaupt nicht dazu in der Lage, auch nicht nur minimal, die eigenen Lebensbedingungen in ihrer Bedingtheit durch Gesellschaftsverhältnisse mitzugestalten. Und ich glaube, diese Öffnungs- und Schließungsfigur kann uns ganz gut zeigen, wo es demokratisch nach so einem substanziellen Begriff im Argen liegt. In dem Buch, und vielleicht jetzt hier auch nochmal in Klammern, ich habe das nicht nur in der Frankfurter Rundschau schon alles vorweggenommen, ich habe auch an einem anderen Ort hier in der Stadt schon mal, ich muss aber sagen, einen ähnlichen Vortrag gehalten, nicht denselben, weil ich habe den damals gehalten, als ich gerade dabei war, dieses Buch zu schreiben und habe sozusagen die Struktur des Buches mal erprobt. Und dann habe ich das Buch geschrieben. Jetzt sage ich also, was dabei rausgekommen ist. Ich unterscheide vier Achsen der Öffnung und Schließung, vier Achsen der Grenzziehung. Wer ist drinnen, wer ist draußen, wer kann teilhaben, wer kann nicht teilhaben, wo verläuft die Verteilungsgrenze zwischen der Möglichkeit, an der kollektiven Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen teilzuhaben und der Unmöglichkeit, das zu tun. Und ich unterscheide vier Achsen und die naheliegendste, sozusagen auch im allgemeinen gesellschaftlichen Verständnis und vielleicht auch die zentrale, können wir darüber diskutieren. Ich würde argumentieren, dass von dieser Achse die weiteren Achsen nicht abgeleitet sind, sondern dass die weiteren Achsen, die ich dann unterscheide, in einem bestimmten Zusammenhang mit dieser ersten Achse stehen. Ohne diese erste Achse lassen sich die anderen aber auch nicht verstehen. Die erste Achse ist die klassische Achse oben gegen unten. Und das finden wir in ganz vielen sozialwissenschaftlichen Analysen über historische Gesellschaften und Gegenwartsgesellschaften. Diese Achse, diese Verteilungsachse von Teilhabe, wer kann gesellschaftliche Verhältnisse mitgestalten, wer ist ausgeschlossen von der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse und damit der Gestaltung der Bedingungen seiner eigenen Lebensführung. Da finden wir verschiedene Antagonismen oder Gegensatzpaare, Sie kennen die auch alle, also die Herrschen und die Beherrschten unterteilen sich auf dieser vertikalen Achse oben gegen unten. Elite und Masse ist jüngst wieder stärker im Gespräch, also die Elitenkritik oder die Kritik am Establishment von denen da unten, die Kritik an dem einen Prozent durch die 99% und so weiter. Das ist auch die Achse der Ungleichheit zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden, zwischen Kapital und Arbeit, aber auch zwischen denjenigen, die nicht nur Produktivvermögen besitzen, sondern die über ein großes materielles Vermögen besitzen, verfügen gegenüber denjenigen, die beispielsweise nur über ihre Arbeitskraft oder ihr kleines Wohneigentum verfügen können. Also das ist die erste Achse, uns wohl bekannt, die Achse der im engeren Sinne vielleicht ökonomischen Ungleichheit. Und diese Öffnungs- und Schließungsprozesse, vor allem die Schließungsprozesse, um die es mir geht, ja, wer kann eigentlich andere raushalten, dadurch, dass er oben steht, andere, die unten stehen, von Teilhaberechten ausschließen.
abschließen. Und ich nenne das die Praxis der Reaktion, nämlich man kann die demokratische Entwicklung von Gesellschaft entlang dieser Achse so rekonstruieren, dass nicht nur die Besitzenden und die Herrschenden, die Produktivvermögen besitzen und die in politischen Entscheidungsfunktionen, Machtpositionen sind, dass nicht nur die sozusagen gegen unten ausschließen, sondern dass wir einen historischen Prozess haben, dass all diejenigen, die irgendwie Zugang zu den oberen Rängen in Gesellschaft bekommen haben, als Reaktion des Zugangs dann versuchen, die Zugangswege nach oben zu verschließen. Also wir haben die Schließung des Oben gegen das Unten und wir haben einen Prozess, ich spreche jetzt hier von Hinz und Kunz, ohne den beiden zu nahe treten zu wollen. Die tauchen jetzt gleich nochmal dann auf der zweiten Achse auf, wo es um die horizontalen Ungleichheiten geht. Hier ist die Überlegung, dass die oben stehen, ihre Privilegien, nämlich den privilegierten Zugang zu Berechtigungsräumen, der Teilhabe an der Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse, von denen sie selber beeinflusst sind, also die oben können die eigenen Lebensverhältnisse mit beeinflussen, vielleicht sogar sehr stark, und dass es immer den Versuch gibt, die von unten nachdrängen, davon auszuschließen. Und dann den Modus, dass die nachdrängen und erfolgreich gewesen sind, hinter sich die Leitern hochziehen, die Türe hinter sich schließen und den Sperrklinkeneffekt aktivieren, dass man nicht von außen nicht mehr rein kann, sobald einer von drinnen zugemacht hat. Man kann diesen Prozess gut an der Entwicklung des dann im engeren Sinne politischen Berechtigungsraums, nämlich des politischen Wahlrechts nachvollziehen. Ich habe hier nicht die Zeit dafür, ich habe in dem Buch auch nicht die Zeit dafür, das hat nur 100 Seiten, das wird auch da nur auf einer halben Seite skizziert, aber dass beispielsweise über die Beteiligung an politischen Entscheidungen, die gesamtgesellschaftliche Lebensverhältnisse massiv mit beeinflussen, dass über diese Beteiligung sozusagen Formen des Konfliktes entstanden sind, wo die teilhaben, versuchen, die anderen von dieser Teilhabe auszuschließen. Und wenn man sich das Wahlrecht anschaut, dann weiß man historisch, das hatten erst gab es gar keins, dann hatten es die Besitzenden, ja, dann hatten wir vielleicht ein Dreiklassenwahlrecht. Also diejenigen, die viel besitzen, haben viel politischen Einfluss, mehrere Stimmen, die wenig besitzen oder wenig Steuern zahlen, haben wenig Einfluss, die gar keine Steuern zahlen, nichts besitzen, haben überhaupt keinen Einfluss. Dann haben wir sozusagen die Öffnung hin zu allen männlichen Bürgern des politischen Gemeinwesens. Und dann fangen erstaunlicherweise massive Kämpfe an, ja, der männlichen Bürger des politischen Gemeinwesens, die weiblichen Bürgerinnen des politischen Gemeinwesens rauszuhalten aus diesem Berechtigungsraum. Also sie als Nichtbürgerin quasi zu rahmen. Und dann haben wir den nächsten Schritt, 1944 in Frankreich beispielsweise das politische Wahlrecht, in den späten 70er Jahren im letzten Kanton der Schweiz das politische Wahlrecht auch für Frauen. Und seitdem der aktive oder passive Versuch der Staatsbürgerinnen beiderlei Geschlechts, die Nicht-Staatsbürgerinnen, die aber sich dauerhaft auf dem Territorium aufhalten, vom politischen Wahlrecht fernzuhalten. Wenn Sie gegenwärtig in München U-Bahn fahren, dann sehen Sie den Oberbürgermeister aufrufen, Bürger Münchens, geht wählen, wir haben Kommunalwahl am 15. März. Das sind offensichtlich 25% der Menschen im wahlberechtigten Alter in der Landeshauptstadt München nicht aufgerufen, wählen zu gehen. Nämlich all diejenigen, die keine EU-Bürgerinnen sind und kein politisches Wahlrecht haben, die nicht die Möglichkeit haben, über das kommunale Wahlrecht die Bedingungen ihrer eigenen Lebensführung und sei es auch nur mittelbar über die Abgabe ihrer Stimme zu beeinflussen. Wie hoch sind die Kita-Gebühren? Als ein wesentlicher Maßstab dann der Beteiligungsrechte auch sozusagen von Kindern, ja, öffentliche Betreuung genießen zu dürfen. Gibt es eine Mietpreisbremse oder nicht? Ja, wie wird die gehandhabt? Ja, werden dann nur Altmieten mit einbezogen in den Mietspiegel oder nur die Neumieten oder beides? An diesen wesentlichen Entscheidungen der Beeinflussung der eigenen Lebensbedingungen haben sehr viele Menschen in diesem Land kein Recht. Sie dürfen daran nicht teilhaben. Und deswegen würde ich sagen, also in dieser Oben gegen Unten
Achse haben wir Exklusionsprozesse, die handgreiflich sind, die aber nur teilweise skandalisiert werden in dieser Gesellschaft. Es gibt irgendwie eine abstrakte Kritik an den Vermögenden oder an dem Öffnen der ökonomischen Schere, aber ich hätte noch nicht gehört, dass es größere Skandalisierungsversuche der Nichtwahlberechtigung von nichtdeutschen Staatsbürgerinnen hier in der Bundesrepublik Deutschland gäbe. Ich nenne das die Logik der Klassengesellschaft. Also diese Achse oben gegen unten und die herrschenden Klassen versuchen, die beherrschten Klassen auszuschließen. Und Sie werden dann schon sehen, das ist jetzt, wenn wir es jetzt hier im soziologischen oder auch politikwissenschaftlichen Seminar wären, dann würde ich jetzt hier schon Prügel bekommen, ja, weil das ein erweiterter Klassenbegriff ist, der nicht nur auf die sozioökonomische Position oder die Position im ökonomischen Produktionsprozess rekurriert, sondern auch sagt, wir haben auch eine Zweiklassengesellschaft beispielsweise im Wahlrecht. Wir haben eine klassengesellschaftliche Achse der Öffnung von Berechtigungsräumen für manche und der Schließung, und zwar in dem Fall der absoluten Schließung, für andere. Jetzt würde man in der klassischen Analyse vielleicht an der Stelle aufhören, wäre Ihnen vielleicht auch ganz recht, da würde man sagen, ja, das ist die Achse, das ist die oben gegen unten Achse, das ist die klassengesellschaftliche Achse, danach ja, sind Berechtigungsräume in dieser Gesellschaft strukturiert, danach sind Öffnungen und Schließungen organisiert und darauf können wir alles zurückführen. Meine These wäre, nein, können wir nicht alles darauf zurückführen und auch jetzt die weiteren Achsen der Ungleichheit, des Ausschlusses, der Schließung von Berechtigungs- und Teilhaberäumen gehen nicht auf in dieser Achse, in der ersten Achse. Ich sage trotzdem, dass sie extrem bedeutungsvoll ist, weil nämlich diese erste Achse, die klassengesellschaftliche Achse, die zweite Achse eröffnet. Nämlich das ist die Achse der Konkurrenz zwischen Hinz und Kunz. Also all diejenigen, die nicht zu denen da oben gehören, zu den Herrschenden, zu den Eliten oder zu den Staatsbürgern. All die werden nochmal in eine Konkurrenz gesetzt. Wir haben eine horizontale Achse der Öffnung und Schließung von Berechtigungsräumen, von Teilhabe in dieser Gesellschaft. Und das nennt man in der Soziologie oder in der Sozialwissenschaft, gibt es da auch viele Konzepte dafür, diesen Antagonismus zu fassen. Ein ganz klassischer, der, glaube ich, jetzt gerade in dieser Vorstellung von Öffnungen und Schließungen ganz relevant ist, ist die Unterscheidung von Etablierten und Außenseitern, also die schon drin sind und die anderen, die dann noch dazustoßen wollen. Insider und Outsider, Arrivierte und Prätendentinnen. Und das ist die Praxis der Distinktion, sozusagen. Das ist die horizontale Achse, die verläuft zwischen denjenigen, die nicht zu den entscheidenden Positionen in Gesellschaft Zugang haben, also die vielen. Die vielen werden klassengesellschaftlich nochmal in Konkurrenz zueinander, nämlich in eine knallharte Statuskonkurrenz um Beteiligungsrechte, um Teilhaberechte, um die Möglichkeit des Zugangs zu Einfluss auf die gesellschaftlichen Lebensbereiche, die die eigenen Lebensbedingungen bedingen. Die werden in eine knallharte Konkurrenz um diese Teilhabemöglichkeiten gesetzt. Sobald man auch hier selbst zum Kreis der Berechtigten gehört, regt sich Widerstand gegen dessen weitere Erweiterung. Auch hier haben wir, sobald man zu den Kernbelegschaften gehört, ja, versucht man aus guten Gründen oder vielleicht auch aus schlechten Gründen, aber aus Gründen, aus naheliegenden Gründen, aus Gründen konkurrenzgesellschaftlicher Verfasstheit unserer demokratischen Gesellschaft, versucht man sozusagen den Raum der Berechtigung auch hier gegen die Gleichgestellten, ja, zu schließen. Dann ist man froh, zu der Stammbelegschaft zu gehören und überlegt sich allenfalls, naja, macht vielleicht der Leiharbeiter morgen meinen Job, weil er es mindestens so gut macht und zu ungünstigen Bedingungen und geringerem Lohn. Aber dann haben wir auch zwischen denjenigen, die nicht zu den Herrschenden gehören, eine gesellschaftliche Verfasstheit, die in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen auf Konkurrenz gepolt ist. Das ist die Logik der Konkurrenzgesellschaft und ich behaupte, dass die sozusagen quer in gewisser Weise verläuft zur Logik der Klassengesellschaft, dass innerhalb einer Klasse nochmal Konkurrenzgesellschaftsverhältnisse aufgemacht werden. Und Sie können das Neoliberalismus nennen oder auch nicht, da habe ich keine Aktien drin. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, diagnostisch festzustellen, dass in mittlerweile fast allen gesellschaftlichen Lebensbereichen, ja, nicht nur auf Beschäftigungsmärkten oder Arbeitsmärkten, sondern auf Wohnungsmärkten, auf Beziehungsmärkten, auf allen Statusmärkten, diese Konkurrenz knallhart ist und jeder und jede auch darum weiß, dass er in Konkurrenzverhältnissen zu den anderen steht.
Und ich glaube, eine Form, und ich komme jetzt noch zu zwei weiteren Formen, eine Form der Stabilisierung klassengesellschaftlicher Verhältnisse, weil selbst wenn man sagt, das ist die entscheidende Achse, oben gegen unten, Herrschende gegen Beherrschte, warum funktioniert das? Wie kann sich das legitimieren und rechtfertigen? Klassische Frage der Sozialwissenschaft, warum akzeptieren die Beherrschten ja, die Herrschaft durch die Herrschenden? Ich glaube, es kommen jetzt noch zwei weitere Antworten. Eine ist sozusagen die konkurrenzgesellschaftliche Positionierung aller Nichtherrschenden untereinander und der Versuch, irgendwie von dem, was übrig bleibt, möglichst noch ein großes Stück des Kuchens und nicht nur des materiellen Kuchens, sondern auch des symbolischen Kuchens für sich zu reklamieren und andere davon auszuschließen. Und das ist sozusagen nicht Sozialismus in einer Klasse, sondern es ist Konkurrenz in einer Klasse. Ich muss mich sputen, weil ich ja noch mehr sagen möchte als in der Frankfurter Rundschau. Aber wenn Sie ehrlich sind, das habe ich nicht alles in der Rundschau gesagt. Vertikale Achse und die horizontale Achse. Ich bin jetzt kein Geometriker, aber ich sage dann im Buch, es gibt sozusagen noch eine transversale Achse, die beide nochmal schneidet. Und es ist die Achse innen gegen außen. Das ist der Antagonismus, also nicht und innerhalb der Staatsbürgerinnen, ja, wir haben einerseits die Herrschenden, die Beherrschten, dann haben wir all diejenigen, die ansonsten ja, rechtlich auf einer Ebene liegen, aber dann konkurrenzgesellschaftlich daran gesetzt werden, irgendwie nochmal feine Unterschiede zwischen sich herzustellen. Dann haben wir aber den Antagonismus von Einheimischen und Zugewanderten, Zivilisierten und Parias, StaatsbürgerInnen und Nicht-StaatsbürgerInnen. Ich habe den schon angesprochen. Und das ist die Praxis der Exklusion. Also wir haben die Praxis der Reaktion. Diejenigen, die oben stehen, versuchen die unten fernzuhalten von den Positionen oben. Wir haben die Praxis der Distinktion. Die, die eh unten stehen, versuchen sich nochmal gegen die anderen, die unten stehen, abzuheben. Ja, und sozusagen die feinen Unterschiede, die Differenz innerhalb der abhängigen Klassen nochmal herzustellen. Und dann haben wir die Praxis der Exklusion. Und das kann man historisch, glaube ich, nachweisen, ich habe es auch schon angedeutet, historisch zeigen, in der Entwicklung von westlichen Demokratien sind Berechtigungsrechte nationalgesellschaftlich verallgemeinert, werden grenzüberschreitende Teilhabeansprüche abgewehrt. Bis hin zur Frage, dürfen rumänische Haushalte deutsches Kindergeld beziehen. Wir haben hier also den knallharten Versuch und mittlerweile wissen wir ja noch vielleicht mehr, als wenn ich den Vortrag vor 10 oder 20 Jahren gehalten hätte, wo er analytisch genauso triftig gewesen wäre, behaupte ich. Mittlerweile wissen wir, wie knallhart die Öffnungs- und Schließungspraktiken zwischen Innen und Außen sind. Also das, was eingangs genannt wurde, ja, das, was auf Lesbos, Moria beispielsweise passiert, das ist sozusagen das, auf die Spitze getrieben, nämlich der Versuch, die Berechtigungsrechte nationalgesellschaftlich zu halten und niemanden reinzulassen von außen, der vielleicht auch, und sei es nur in einer subalternen Position, an diesem Berechtigungsraum teilhaben können sollte. Das ist die Logik der Nationalgesellschaft und ich würde sagen, das ist jetzt auch keine Neuigkeit, aber in der Zusammenschau ist es dann, glaube ich, noch mal einigermaßen schlüssig, dass die klassengesellschaftliche Ungleichheitslogik, ja, der Teilhabe, der möglichen Teilhabe an der Gestaltung gesellschaftlichen Lebensverhältnisse und dass die so knallhart ist und dass so wenige wirklich über Entscheidungsgewalt in dieser Gesellschaft, über das, was produziert wird oder das, wie konsumiert wird oder wie gearbeitet wird, dass da nur so wenige Herrschaftsgewalt besitzen, dass es trotzdem akzeptiert wird, hängt mit der konkurrenzgesellschaftlichen Logik zusammen, aber auch mit der nationalgesellschaftlichen Logik. Letztlich haben wir alle als Beherrschte und Abhängige, Lohnabhängige und ansonsten Abhängige, haben wir alle ein Interesse daran, naja, dass zumindest der Raum der Beteiligung nicht auf alle ausgeweitet wird. Ja, nicht nur auf Hinz und Kunst, sondern auch noch auf die, die von draußen kommen. Und dann würde ich jetzt sagen, also wenn man jetzt sagt, das ist alles altbacken und klassisch, dann würde ich behaupten, naja, so eine etwas kreative, ich sage jetzt nicht innovativ, eine etwas kreative Wendung bekommt es noch durch eine vierte Achse der Schließung. Und das ist, die nenne ich, alle gegen eine und da ist die These, dass es die Praxis der Destruktion ist und im Grunde genommen ist es die Überlegung, dass die anderen drei Achsen der Verteilung von Teilhaberechten, von oben gegen unten, von Hinz gegen Kunz oder sozusagen in der Konkurrenzgesellschaft und dann von innen gegen außen, dass die alle beruhen auf einer vierten
Grenze der Demokratie. Und das ist keine, wo Demokratie begrenzt wird, ja, wo man gesagt wird, nee, sollen nur manche teilhaben können, sondern es gibt eine vierte Achse, die sozusagen auf Grenzenlosigkeit beruht. Das ist die Praxis der Destruktion und ich behaupte, dass die immer schon so eben erst noch nicht und nicht Berechtigten, also alle, über die ich bisher geredet habe, wenn auch natürlich entlang diesen Achsen, diese Achsen, also die oben mehr als die unten, ja, und die, die sich in der Konkurrenzgesellschaft stärker durchsetzen, wahrscheinlich mehr als die, die dann als Subalterne weiter unten stehen bleiben. Aber sie alle gleichermaßen sehen sich mit der Lizenz zur uneingeschränkten Naturvernutzung ausgestattet. Und ich glaube, das ist ein Stabilisierungsmoment von unvollständigen Demokratien, was relativ selten in diesem Zusammenhang gestellt wird. Ja, warum funktioniert demokratischer Kapitalismus bei all seinen oder demokratischer Wohlfahrtskapitalismus bei all den Einschränkungen und Abstufungen und Konkurrenzen um Teilhaberechte? Weil es die große Naturvernutzungsgemeinschaft gibt, weil alle wissen, selbst die ungleichen Rechte, die ich genieße, ja, selbst die Position, die abhängige Position, die ich in dieser Gesellschaft habe, hängt noch davon ab, dass wir alle kollektiv gemeinsam uns das Recht rausnehmen, Natur zu vernutzen bis zum Ultimo. Ja, die Maschinerie ständig weiter anzufeuern, nämlich dann funktionieren, wenn wir das nicht tun, funktionieren nicht mal mehr die Umverteilungsverhältnisse und Dynamiken, die wenigstens den da unten noch die Reproduktion ihrer Arbeitskraft und ihres Lebens gewährleisten. Warum kann man sich in Deutschland von einem Hartz-IV-Haushaltseinkommen überhaupt das Leben leisten? Und sei es nur so mit Ach und Krach, weil die Reproduktionskosten der Arbeitskraft künstlich gesenkt sind, dadurch, dass ja, ganz viele Kosten, die eigentlich entstehen, in der Art und Weise des Produzierens und Konsumierens in dieser Welt nicht mit eingepreist werden. Das ist die wechselseitige Zuerkennung gleicher Rechte auf Naturentrechtung. Und ich würde sagen, das ist sozusagen die stoffliche Basis der anderen drei Achsen. Also all die Ungleichheiten und ungleichen Teilhabemöglichkeiten, die dort institutionalisiert sind, ruhen auf, sozusagen auf einer stofflichen Basis, nämlich der stofflichen Basis, die die Logik der Wachstumsgesellschaft braucht. Moderne Demokratien, ja, demokratische Kapitalismen, demokratische Wohlfahrtskapitalismen sind Wachstumsgesellschaften und sie können nur, wer die Behauptung, das ist sozusagen auch eine Botschaft aus meiner Beteiligung an dem Postwachstumskolleg in Jena über Jahre, sie können nur als Wachstumsgesellschaften selbst diese ungleichen Teilhaberechte generieren und stabilisieren. Was eine schlechte Botschaft ist. Nämlich, was das Dilemma der Demokratisierung jetzt ausmacht. Ich habe noch ungefähr 6 Minuten nach meiner Zeitrechnung. Ich glaube, es werden 10. Das Dilemma der Demokratisierung, wenn es jetzt darum gehen würde, zu sagen, nein, gucken wir uns die ersten drei Achsen an, jetzt legen wir den normativen Anspruch an, Demokratie sozial zu entgrenzen. Ja, oben gegen unten, Hinz gegen Kunz, innen gegen außen, mehr Personen, mehr Sozialmilieus in mehr gesellschaftlichen Lebensbereichen die Möglichkeit zu eröffnen, im wahrsten Sinne des Wortes, an der kollektiven Gestaltung der sie und ihre Lebensführung bestimmenden gesellschaftlichen Lebensverhältnisse teilzuhaben. Wenn wir das wollen würden, dann gibt es das zentrale Dilemma, dass wir uns dann überlegen müssten, können wir das weiter mit einer ökologischen Entgrenzung organisieren? Ja? Oder, ich komme jetzt gleich zu dem Punkt, das Dilemma der Demokratisierung der Demokratie ist eigentlich, dass wenn man die Demokratie sozial in Grenzen öffnen möchte und an diesen Achsen sozusagen arbeiten möchte, um mehr Teilhabe zu generieren, dass man gleichzeitig Demokratie ökologisch begrenzen müsste. Und das ist ein völliges Rätsel und fragen Sie mich nachher nicht, wie es gehen soll. Es ist ein völliges Rätsel, wie es funktionieren soll. Also Summe unter die vorherigen 4 Folien. Die moderne Demokratie entpuppt sich als ein Arrangement multipler, verkoppelter Grenzziehungen. Verkoppelt meint, die klassengesellschaftliche Grenzziehung bedingt auch mit die konkurrenzgesellschaftliche. Die da oben, darf ich das jetzt plakativ formulieren, setzen die da unten in Konkurrenz zueinander. Ja, und daraus entstehen dann bestimmte Interessen auch gemeinsam womöglich an dem Raushalten der da draußen zu arbeiten. Und dann alle gemeinsam gehen davon aus, dass die stoffliche Basis des Ganzen gesichert ist.
Die Grenzen der Demokratie, das wäre ein eigener Vortrag, finde ich aber interessant, werden übrigens gerade gegenüber jenen Sozialkategorien und Entitäten gezogen, von denen die Reproduktion der modernen Gesellschaftsform abhängt. Das war schon eine These von Neben uns die Sintflut. Unsere Reproduktionsweise hängt von dem ab, was wir für unser Außen halten, ja, von lebendiger Arbeit und lebendiger Natur, die von einem vermeintlichen Außen immer wieder neu eingespeist werden müssen. Das sind unsere Reproduktionsvoraussetzungen. Und im Grunde genommen zerstören wir die beständig oder gehen davon aus, dass trotz ihrer beständigen Zerstörung die irgendwie sich wiederherstellen können und, wie gesagt, die stoffliche und Arbeitskraftbasis auch für die weitere Produktion der hiesigen Lebensverhältnisse, der hiesigen Demokratie dann auch garantieren können. Das gilt aber auch nach innen, also das oben beutet es unten aus. Die Statuskonkurrenzen beruhen auch darauf, dass immer diejenigen, die eigentlich relevante, reproduktionsrelevante Leistungen erbringen, abgewertet werden und ausgeschlossen werden können von Teilhaberechten. Man muss sich wahrscheinlich auch hier bei mir im Institut, ist es so, nur anzuschauen, wer Wissensarbeit macht und wer die Klos sauber macht, um sozusagen diese Abwertung und den Ausschluss von reproduktionsnotwendigen Arbeiten in dem Fall dann zu sehen. Ergebnis ist, wenn man die Analyse akzeptiert, ich gehe davon aus, das tun alle, wenn man die Analyse akzeptiert, dann wäre die Schlussfolgerung daraus, dass das demokratische Versprechen und sozusagen die Realisierung des demokratischen Anspruchs sich nur gegen die Praktiken der herrschenden, ja, Umsetzung von Demokratie durchsetzen lassen. Die herrschenden Praktiken des Lebens von Demokratie laufen eigentlich dem normativen Anspruch von Demokratie in dieser substanziellen Art und Weise entgegen. Das heißt, es braucht eine andere Form der Vergesellschaftungspraxis als die herrschende, um Demokratie demokratisieren zu können. Man braucht also, es muss kein Zurück geben zu den 1970ern, weil da war das Ganze in natürlich historisch bestimmter Weise, aber dann diese vier Achsen waren auch am Werke. Wir hatten keinen Zeitpunkt historisch, zu dem man zurückkommen könnte oder zurückkehren wollen würde, um zu sagen, da war sozusagen auf den vier Achsen tatsächlich Demokratie realisiert, sondern gegen die herrschende Praxis der Demokratie müsste eine andere Vorstellung von Demokratie realisiert werden. Und ich habe das Dilemma schon genannt. Dabei müsste aber sozusagen der Münchhausen-Akt realisiert werden, dass man Sozialdemokratie entgrenzt bei gleichzeitigem Einschrumpfen, ja, der Ansprüche an die stofflichen Voraussetzungen der Berechtigung und der Teilhabe. So, die 5 Minuten, die ich jetzt überziehe, möchte ich eigentlich dem widmen, worauf es im Buch hinausläuft und womit ich mich in der empirischen Forschung auch stark beschäftige gegenwärtig in mehreren Projekten mit Mitarbeiterinnen, nämlich zu der Frage der Solidarität, die Demokratisierung der Demokratie und sozusagen dieses Dilemma, Demokratie sozial entgrenzen zu wollen. Also wenn man einen normativen Anspruch anlegt, wie ich ihn hier skizziert habe, Demokratie sozial entgrenzen zu wollen, aber ökologisch gleichzeitig begrenzen zu wollen. Ich habe schon gesagt, auch keine Ahnung, wie es funktionieren soll, aber ich habe einen Begriff anzubieten, mit dem man operieren sollte, meines Erachtens, wenn man eine solche Zielstellung erstmal gedanklich verfolgt. Und das ist der Begriff der Solidarität. Und auch hier abstrakt Anforderungen an einen Solidaritätsbegriff, der sozusagen der Demokratisierung der Demokratie Vorschub leisten würde. Kann ich jetzt nicht ausführen. Widerspricht aber das, was ich Ihnen jetzt über den Solidaritätsbegriff sage, würde ich mal behaupten, widerspricht in einigen Punkten klassisch soziologischen Begrifflichkeiten von Solidarität. Weil jetzt mal unterkomplex und übervereinfacht gesagt, der soziologische Begriff häufig davon ausgeht, was ist Solidarität? Naja, das ist die Wechselseitigkeit, ja, das sozusagen Geben und Nehmen zwischen zwei Seiten einer Beziehung. Und zwar in dem Wissen oder dem Gefühl von gemeinsam geteilten Charakteristika. Wir erkennen uns als irgendwie gleiche, gleichartige, gleichgeartete und dieses Gefühl, ja, sozusagen des Verbundenseins in einer
wie auch immer bestimmten Dimension des Gleichseins, das veranlasst uns dazu, miteinander zu teilen. Ja, oder uns etwas wechselseitig auszutauschen oder vielleicht auch zu geben und erstmal nichts zurückzubekommen, aber zu erwarten, dass man dann später zurückbekommt. Das ist sozusagen eine klassische Begrifflichkeit von Solidarität und das, was ich jetzt als demokratische Solidarität oder Solidarität, die es für die Demokratisierung der Demokratie bräuchte, benenne, geht über diese Wechselseitigkeit unter Gleichen hinaus. Das wäre nämlich Solidarität unter Verschiedenen. Und jetzt sagen Sie schon, naja, das geht wahrscheinlich nicht. Dann sagen die Soziologen, doch, da gibt es einen Klassiker, Durkheim, sagt gerade, ja, die moderne Form der organischen Solidarität ist die Solidarität unter Verschiedenen. Aber ich glaube, er meint nicht ganz das, was ich hier meine. Praktiken demokratischer Solidarität sind, oder ich würde jetzt mal sagen, wären, das ist erstmal sozusagen ein begrifflicher Anspruch, ja, was würde man als Praktiken, soziale Praktiken, die sozusagen auf die Öffnung von Teilhaberäumen zielen, ja, und gleichzeitig womöglich mit in Anschlag bringen, dass diese Öffnung von sozialen Teilhaberäumen nicht mit einer weiteren, ja, Entgrenzung des demokratischen Zugriffs auf Natur zu bewerkstelligen ist. Wie müssten die aussehen? Welche Charakteristika müssten die aufweisen? Und ich würde sagen, eine solche Solidarität ist, das sind jetzt leider Fachbegriffe, performativ. Ich gehe nicht davon aus, dass Solidarität genetisch veranlagt ist, ja, dass wir ein Solidaritätsgen in uns tragen oder dass es ein Solidaritätspotenzial in jedem gäbe, ja, was nur gehoben werden muss, ja, entdeckt und dann ausgeschöpft werden muss, sondern ich glaube, Solidarität realisiert sich und entsteht in der Praxis selbst, in dem miteinander sich austauschen, realisiert man überhaupt, dass man in einer Verbindung steht. Das ist nicht a priori, sondern in der Praxis selbst realisiert man das, womit ich verbinde und womit ich auch das Verbindende über massive Ungleichheiten und Differenzen hinweg. Also Solidarität gibt es in dem Sinne einer demokratischen Solidarität im Modus des Vollzugs, nicht im Modus des immer schon Vorhandenseins und dann Abrufens, sondern im Modus des sozialen Vollziehens von Interaktionen. Das zweite, Solidarität nach dem Verständnis ist kollektiv. Ja, das ist nicht, dass ich etwas für jemand anderen tue, sei es spenden oder ihm helfen, sondern das ist mehr. Und ich möchte damit die Praktiken des Helfens nicht abwerten, sondern die Frage ist, was bräuchte es für eine Demokratisierung der Demokratie? Und ich komme dann gleich zu der vierten Dimension, die es vielleicht nochmal deutlicher macht. Das ist kollektives Handeln, gemeinsam, miteinander. Nicht nur füreinander etwas machen, sondern miteinander und dann im Vollzug des Miteinanders zu spüren, da ist mehr. Das dritte ist, und das wird in der soziologischen Diskussion meistens ausgeblendet, dass Solidarität konfliktiv ist. Ja, wechselseitiges Geben und Nehmen, ja, unter denen, die sich irgendwie als miteinander verbundene wahrnehmen, klingt nach Lagerfeuer, Romantik, ja, und ja, sich gemeinsam umarmen, einreihen. Und Solidarität, die einen Unterschied macht und die Demokratie demokratisieren könnte, ist konfliktiv. Solidarität in diesem Sinne braucht ein Gegenüber und hat ein Gegenüber. Das kann man jetzt kämpferischer oder weniger kämpferisch ausdrücken. Ja, es gibt eine Gegnerschaft, es gibt diejenigen, ja, Achse oben, unten, Achse Konkurrenzen, Achse innen, außen. Es gibt diejenigen, die gegen Solidarität sind, ja, die gegen die Öffnung der Berechtigungs- und Teilhaberräume sind. Das ist uns abstrakt klar, aber wenn man jetzt sagt, ja, wir bräuchten mehr Solidarität, dann gibt es das Gegenüber, dann gibt es Konflikte und dann gibt es womöglich auch Konfrontationen bei der Demokratisierung der Demokratie. Es geht hier nicht um Gewaltfantasien, weil die Gewalt gibt es schon, nämlich bei der Sicherung dieser Achsen der ungleichen Teilhabe. Und das dritte wäre, das vierte wäre, deswegen habe ich das schon vorweggenommen, auf eine Weise, Solidarität, die Demokratie zu demokratisieren vermag, ist transformativ. In der soziologischen Solidaritätsdiskussion geht es in der Regel darum, wie kann man soziale Ordnung herstellen oder stabilisieren oder wiederherstellen. Hier würde es darum gehen, wie kann man soziale Ordnung verändern? Und das heißt konkret, wie kann man die Produktionsbedingungen von Ungleichheiten entlang dieser Achsen verändern? Wie kann man durch das gemeinsame Miteinander handeln, die Ursachen von bestimmten als Problem, als Not, als Mangel, als Missstand identifizierten sozialen Phänomenen, wie kann man an die Ursachen gehen?
Wie kann man nicht nur restituieren, wiederherstellen, ja, und irgendwie einigermaßen die Dinge am Laufen halten, sondern wie kann man die Produktionsbedingungen von sozialen Ungleichheiten aushebeln, verändern. Das wäre für mich eine Solidarität, die Demokratie demokratisiert, weil sie entlang dieser vier Achsen darauf achten würde oder darauf zielen würde, die Produktionsbedingungen von weiteren Ungleichheiten, also das normale Weiterprozessieren dieser Achsen zu verändern und nicht nur Not zu lindern. Und insofern kann ich jetzt abschließen. Wenn man das jetzt hört, dann ist irgendwie klar, dass ich zwar überhaupt keine Lösungen habe, aber das Prinzip Hoffnung regiert. Nämlich, dass ich ganz klassisch entlang von bestimmten Traditionslinien des sozialwissenschaftlichen Denkens sagen würde, wer so redet, ja, und wer so denkt, glaubt, und ich meine jetzt nicht mich, ja, glaubt an, ja, das Überschießende im Bestehenden. Ja, der glaubt, dass tatsächlich auch in real existierenden solidarischen Praktiken schon der Keim einer Solidarität enthalten ist, die diesen normativen Kriterien entsprechen würde. Ja, und die dann tatsächlich zu einer Demokratisierung der Demokratie beitragen könnte. Also demokratische Solidarität wird heute schon gelebt an verschiedenen Orten. Ja, und es ist eine soziale Praxis, die über sich selbst hinausweist und schon heute auf zukünftig veränderte Formen der Vergesellschaftung verweist. Jetzt können Sie sagen, das ist ein billiger Trick am Ende. Ja, macht nichts, stehe ich zu. Dankeschön. Ja, Stefan, letztlich ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Das ist super. Ich glaube, wir haben eine Menge zu diskutieren. Natürlich reizt es jetzt einzusteigen mit der Frage, wie der Münchhausen-Trick dann gelingt. Gell? Wir sollten ja nicht fragen, aber ich meine, das kann man nicht hier uns zumuten zu sagen, wir dürfen nicht fragen. Das fragen wir jetzt natürlich mit Absicht. Gell? Was am Ende ja steht, ist, dass es wesentlich eine Frage von Praxis ist und der Praxis sich dann vieles auch herausstellen wird. Aber da würde ich gerne mal ein bisschen nachhaken, weil in den Achsen, die du geschildert hast, wird ja letztendlich etwas deutlich, du hast auch ganz am Anfang gesagt, Demokratie ist etwas Utopisches im Sinne von, ist eigentlich chancenlos unter den gegebenen Voraussetzungen, den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen. Aber gleichzeitig taucht das Transformative dann schon auf, als eine Option, als eine Möglichkeit, als eine Hoffnung, etwas doch verändern zu können. Ich glaube, da sind wir alle gefolgt, dass es zutreffend ist, dass Demokratie nicht über etwas an kleinen Veränderungen im Politischen oder in der Politik alleine zu leisten ist, sondern dass es dazu eben umfassendere Eingriffe in die gesellschaftlichen Verfasstheiten, die Machtverhältnisse, ob ökonomisch oder politisch zu fassen geben, notwendig sein muss. Das sind, glaube ich, Dinge, denen wir folgen. Und wo ich aber den nochmal nachhaken will, was jetzt diese Praxis, die du ja erwähnst am Ende, konkret sein könnte. Was schon aufscheint in gelebten Projekten, das war der Punkt, der am Ende stand. Also zum Beispiel der Kampf für jetzt das Eintreten für ein kommunales Wahlrecht für Menschen, die nicht deutsche Staatsbürger sind. Sind das die kleinen Schritte, von denen du gesprochen hast, in denen dann sich etwas verändert? Also ich weiß gar nicht, ob das kleine Schritte sind oder mittelgroße. Das sind real existierende Praktiken, ja, wo nicht nur die sogenannten Betroffenen, ja, sich irgendwie engagieren für ihre eigenen Belange, so ist tatsächlich, also finde ich, entlang dieser vier Kategorien oder Kriterien ein Miteinander gibt, um möglicherweise zu bewerkstelligen, dass die bestehenden Strukturen der Produktion von Ausschlüssen oder minderer Teilhabe verändert werden. Und da wären gemeinsame, und wie gesagt, man mag das jetzt Kämpfe oder Konflikte oder Auseinandersetzungen oder ein gemeinsamer Einsatz für das kommunale Wahlrecht. Ja, über Ausländerbeiräte heißt es in München hinaus, ja, mit irgendwie beratender Funktion. Diejenigen, die sich dafür einsetzen, würde darunter genauso fallen wie die riesige Bürgerinnenbewegung der letzten Jahre in der Unterstützung von Geflüchteten, bei denen die allermeisten, würde ich sagen,
also jedenfalls nach unseren Befunden, die allermeisten das nicht sozusagen entlang dieser vier Kriterien rahmen würden. Ja, da steckt nicht eine transformative Absicht häufig dahinter, zu sagen, ja, ich will das Asylrecht verändern. Ja, oder manchmal steckt dahinter, ja, also wir müssen schon uns um die Fluchtursachen kümmern. Aber da gibt es real existierende Praktiken, die sozusagen jetzt ganz kleine Schritte wären, vielleicht in der Semantik, wo aber auch schon, und das sieht man ja, wenn man diese Praktiken verfolgt, wo gegebenenfalls eben auch die Möglichkeit drinsteckt, der Keim dessen drinsteckt, dass es da eine Eigenlogik, eine Eigendynamik gibt, die sich über das, was man ursprünglich mit diesem Akt der Hilfe, der Unterstützung, des Einstehens für andere, der sich daraus dann entspinnen oder entzünden könnte. Ja, und es gibt diese Dynamiken, ja, wo man startet, nur helfen zu wollen und wo man dann, ich würde sagen, sich politisiert oder den Gegenstand politisiert und eine neue Dynamik entsteht, die nicht absehbar war. Das muss nicht passieren. Es gibt natürlich dann auch, kann man auch darüber diskutieren, institutionelle Rahmenbedingungen, die es eher wahrscheinlich machen oder verunmöglichen, auf die sich natürlich dann die entsprechenden gemeinsamen Aktivitäten auch beziehen müssten. Aber ich glaube, das war sozusagen die Idee, am Ende auch aus der empirischen Befundlage erstmal gespeist, dass es da tatsächlich schon bestehende, und ich meine, die Leute im Raum hier, die wissen das alle selbst, du weißt es am besten, oder auch, es gibt diese Praktiken schon, ja, die entweder explizit schon darauf zielen, auch die strukturellen Ursachen dessen, womit man sich da beschäftigt, anzuzielen, oder die sozusagen eine Dynamik initiieren, auf deren Weg tatsächlich ein solcher Fokus oder eine solchen Perspektivenerweiterung dann auch möglich wird. Also das ist sozusagen das, worauf ich jetzt meine Hoffnung, möchte ich jetzt gar nicht sagen, sondern die Analyse stützen würde, dass es da schon sozusagen eingelagert in das Bestehende Voraussetzungen dafür gibt, bestimmte emanzipatorische Schritte zu gehen. Genauso eingelagert ist in Gesellschaft natürlich, aber das Gegenteil. Eine wichtige Figur in dem, wie du es schilderst, ist ja das Konstrukt der Rechte. Und du hast gesagt, es ist ein anderer. Es ist nicht das formale Recht, was irgendwo in Verfassungen verankert ist, sondern das Recht auf Teilhabe in einem politischen Sinne. Und ich glaube, da sind wir auch mit dabei und haben aber das Problem, dass wenn am Ende wir jetzt über Praxen, über Kämpfe, über Solidaritäten und alles das, was wir uns zumuten und dann auch erledigen und erfolgreich erledigen können, am Ende vor der Frage stehen, wie können wir dann zugewinnen? Wie können wir die Öffnungen zum Beispiel rechtlich fixieren? Wie können sie irgendwo stabilisiert werden? Ja? Und da haben wir das Problem, dass die dritte Achse, die Nationalgesellschaft, immer noch da ist. Also wir gerade im globalen Kontext, und du denkst ja Demokratie dann auch global in deinen Ausführungen, immer noch gebunden ist an die rechtliche Fixierung in nationalen Gesellschaften mit all den daraus resultierenden negativen Konsequenzen. Ich will das kurz nur erwähnen, weil wir das aus unserer Praxis bei Medico erfahren, dass wenn wir zum Beispiel mit unseren Partnern über Rechte reden, sie manchmal das gar nicht so wollen, ja? Weil sie wissen, ein Recht klagt man von einer staatlichen Autorität ein. Und diese Staaten sind in ihnen immer nur gegenüber als Unterdrückungsinstanzen aufgetaucht, nie als welche, die etwas liefern, wie das vielleicht hier noch der Fall ist, in liberalen Demokratien. Ja? Also die Frage ist, wie kommt man aus diesem Dilemma heraus? Man braucht das, man braucht die Verrechtlichung und gleichzeitig ist sie aber, wenn man ins Globale schaut, auch ein bisschen das Problem aufgrund der Nationalstaatlichkeit. Ja, also wir können wahrscheinlich noch mehrere Dilemmata aufzählen, die jetzt weder hier standen noch bislang erwähnt worden ist, aber das ist natürlich ein ganz zentrales. Und die Antwort hat verschiedene Stränge, die ich jetzt, glaube ich, gar nicht systematisch hier entwickeln kann, aber der eine ist, natürlich habe ich jetzt so argumentiert, dass hier ganz viel im vorinstitutionellen Raum läuft. Aber dennoch heißt das nicht, dass es eine anti-institutionelle Perspektive ist, sondern in der Tat würde ich auch sagen, bestimmte Errungenschaften, die aus diesen sozialen Praktiken resultieren, da wäre es nach
herrschenden Maßstäben geboten, die dann zu institutionalisieren, zu verrechtlichen und dann auch auf, im Zweifelsfall auf die Instanzen der Verrechtlichung Bezug zu nehmen, die man anderweitig kritisiert oder vielleicht in anderen institutionellen Kontexten als der Bundesrepublik Deutschland, denen man keinen Fuß traut, ja, und die man gar nicht mit im Boot haben möchte, so wie du es andeutest. Aber es ist ja, glaube ich, naheliegend, dass man den Sprung sozusagen von dem Vorstaatlichen in das sozusagen globale, irgendeine Form von globalen Regelungsregimes oder globalen sozialen Rechten nicht unter Umgehung der nationalstaatlichen Ebene wird schaffen können, sondern dass man die nationalstaatliche Ebene wird nutzen müssen, um sozusagen auf der globalen Ebene entsprechende soziale Entgrenzungen von Teilhabe vorzunehmen und ökologische Begrenzungen. Das heißt also, diese Mittelebene, ja, die ja bei aller Rede von ja, der dem Abstieg des Nationalstaates oder seiner Regulierungsunfähigkeit oder neuen Governance-Strukturen und so weiter. Diese Ebene hat immer noch massive Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes über die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer Jurisdiktion. Und es wird kein Weg gangbar sein, der jetzt nur auf Umgehung setzt, sondern man wird diese Institutionen nutzen und besetzen müssen. Aber letztlich ist ja die Idee hier nur, und die ist jetzt auch nicht weit hergeholt, dass es nur durch solche sozialen Alltagspraktiken des Solidarischen gehen wird, den Druck aufzubauen und auch Akteure zu stärken, die genau das dann bezwecken. Aber das ist natürlich ein sehr vermittelter Prozess. Und das Dilemma, das du aufmachst, ist damit, also allenfalls jetzt irgendwie rhetorisch vielleicht ein bisschen aufgeweicht, ja, aber natürlich besteht es funktional, institutionell ganz massiv. Ich habe ja nichts gegen Dilemmata, wenn man sie benennt, weil es, glaube ich, erstmal notwendig ist, sie zu begreifen, um auch zu schauen, wie man dann damit umgeht, wie sie nicht jetzt gelöst wird, das kann man nicht, aber wie man damit umgeht, wie man versucht, sie politisch oder das Handeln, im Handeln in den Griff zu bekommen. Da ist ein anderes, was, glaube ich, sehr, sehr eindrücklich von dir auch angesprochen war, ist, das, was mit der Konkurrenzgesellschaft zu tun hat und dann auch verbunden mit der Nationalgesellschaft, also mit den Ausgrenzungen, mit den Schließungen, die stattfinden, indem man Menschen, die vielleicht dazukommen wollen, nicht reinlassen möchte oder nicht beteiligen möchte, ihnen die Teilhabe verweigert, die Öffnung verweigert. Du schreibst an einer Stelle, dass das ja nicht nur ein Problem ist von den politischen Verhältnissen, sondern auch unser eigenes Problem ist, dass, wenn wir ehrlich sind, so schreibst du es, glaube ich, wir zu den Gegnern von uns selbst zählen, den wichtigsten. Also wir insgesamt auch gesehen alle irgendwo bestimmt sind durch Wachstumsvorstellungen, Wachstumsideen, Wachstumskonzeptionen, ein Mehrwollen und so weiter. Und deshalb schon aus dieser Präformation heraus gar nicht imstande sind, mit den Bedürfnissen anderen und mit deren Rechten oder Teilhabeansprüchen, Überlebensinteressen zurechtzukommen. Das ist ja nun ein massives Dilemma für linke Politik auch, dass wir aus dieser Wachstumsideologie, aus dieser Wachstumsgesellschaft raus müssen, aber gleichzeitig irgendwann, das zeigt dann die empirische Forschung, die Demokratie nur dann existiert, wenn Wohlstand gegeben ist, also wenn Wachstum klar ist und wenn jetzt, was wir gerade erleben, also wenn Wachstum in Krise gerät oder die Möglichkeiten des Partizipierens schwächer werden, dann Demokratie in Frage gestellt wird durch Rechtsentwicklung und so weiter. Wie kommen wir damit zurecht? Gibt es da Vorstellungen? Ich meine, du hast gesagt, du hast keine Vorstellung oder keine, willst dann nicht, aber die Hoffnung, die du am Ende angesprochen hast, die würde ich dann gerne nochmal an der Stelle ein bisschen konkretisieren. Ja, aber also um von hinten anzufangen, ich sehe mich weder intellektuell noch ansonsten in der Position, um irgendwas auszumalen, ja, was dann irgendwie auch nur von irgendjemanden anerkannt würde als irgendwas, was ja schon vorwegnimmt, wie etwas aussehen könnte, zu realisieren wäre. Ich nehme das sehr ernst. Das wird sich nur im gemeinsamen Streiten und Kämpfen und in Konflikten erweisen. Ja, also deswegen sage ich aber trotzdem was dazu. Für mich ist analytisch klar, dass diese vier Achsen sich in jedem von uns kreuzen auf eine Weise.
Ja, dass wir sozusagen an der Kreuzung, anderweitig heißt es dann Kreuzung sozialer Kreise, wir stehen sozusagen und leben an der Kreuzung und im Spannungsfeld dieser vier Achsen. Und wenn ich das sage, und das ist auch der Hintergrund deswegen davon, dass ich manchmal von einem Wir spreche, ja, das ist dann, also erstens ist es unsoziologisch, zweitens wird es kritisiert, ja, dann nimmt man die eigentlich herrschenden Positionen, Akteure aus der Schusslinie, ist gar nicht mein Interesse, aber ich glaube, gerade wenn man sich überlegt, wie kann sich denn was verändern? Ja, gar nicht, dass man weiß, was könnte man denn machen, aber was sind überhaupt die Voraussetzungen dafür, dass sich eine solche transformative Dynamik ergeben könnte? Ich glaube, die Voraussetzung dafür ist, wahrzunehmen und anzuerkennen, dass man selbst, und das klingt jetzt blöde, ich meine es nicht neoliberal, man ist selbst Teil des Problems. Und zwar aber einfach deswegen, weil wir in die Strukturen gestellt sind, in die wir gestellt sind. Wir sind in klassengesellschaftliche, konkurrenzgesellschaftliche, nationalgesellschaftliche, ja, und wachstumsgesellschaftliche Strukturen gestellt und wahrscheinlich noch in einige mehr. Ja, und wir sind da reingeworfen. Wir haben das weder kollektiv entschieden noch für weniger individuell, dass wir genau in diese Strukturen gestellt sein wollen. Aber wir sind nun mal da. Und ich moralisiere das gar nicht. Das stimmt nicht. Manchmal moralisiere ich es. Aber es ist überhaupt nicht der Punkt, das zu moralisieren, ja, dass man selbst das Problem ist und dass man sich jetzt bitte anders verhalten möge, sondern man muss, glaube ich, realisieren, und da würde ich sagen, wir müssen kollektiv individuell realisieren, an welchem Punkt wir stehen. Nämlich, dass wir selber, und das sage ich dann manchmal, nolens volens und meistens ungewollt Komplizinnen, ja, sozusagen einer sozial begrenzten Demokratie sind. Und das ist eine Frage von Interessen. Ja. Habe ich ein Interesse daran, ja, dass wir jetzt alle Geflüchteten, die wahrscheinlich 3 Millionen, die in der Türkei zurückgehalten wurden, dass die jetzt alle kommen dürfen, falls sie denn kommen wollen? Ja, kann ich da ein Interesse haben? Kann ich in einer relativ privilegierten subalternen Position ein Interesse daran haben, dass die weniger privilegierten Subalternen genauso relativ etwas mehr privilegiert werden wie ich? Ja? Kann ich, wenn ich denn irgendwie mal es geschafft habe, in eine tatsächlich entscheidende Position zu kommen, mache ich dann am nächsten Tag den Move zu sagen, ja, und jetzt dürfen alle mitentscheiden? Das ist sozial hochgradig unwahrscheinlich und nicht, weil wir böse Menschen wären, ja, oder aus irgendwelchen, ja, sonstigen anthropologischen oder inneren oder psychodynamischen Überlegungen heraus, sondern weil wir in Strukturen gestellt sind, die genau das von uns verlangen und weil wir, wenn wir irgendwie in dieser Gesellschaft, und wir stehen halt nicht außerhalb, ja, und wir haben unsere Vorstellungen von dem, was wir erreichen wollen. Die sind auch gesellschaftlich strukturiert und geprägt. Wenn wir denen irgendwie gerecht werden wollen, dann ist es sehr naheliegend, diese ganze Strukturiertheit zu akzeptieren und irgendwie den besten Weg dadurch zu suchen. Ist doch völlig klar. Ja, und deswegen glaube ich, wenn man das nicht erkennt, und ich möchte das gar nicht zu pädagogisierend wirken, aber ich glaube, wenn man wirklich den Anspruch hat, politische Veränderungen herbeizuführen, dann hilft es nichts, nur auf Strukturen zu projizieren und nur auf die da oben und nur auf die Großkonzerne und wen auch immer. Das ist alles richtig. Aber wenn wir nicht realisieren, in welcher Positionierung wir sind, von der aus es unendlich schwierig ist, ja, tatsächlich diese Prozesse gemeinsam anzustoßen, ich glaube, dann sind wir gar nicht erfolgreich. Die Voraussetzung ist tatsächlich, die Unwahrscheinlichkeit dieser Praxis anzuerkennen. Und von dort aus zu überlegen, was wären mögliche Schritte, kleinteilige, ja, diese Unwahrscheinlichkeit zu reduzieren. Ich glaube, um viel mehr kann es erstmal nicht gehen, aber ich finde, das ist keine pessimistische Botschaft. Es ist überhaupt keine. Das ist eine, die wahrscheinlich uns auch viel Kraft geben kann, nämlich darüber nachzudenken, was man tun kann. Ich meine das jetzt nicht im Sinne von den eigenen Konsum zu verändern, das ist auch ein Teil davon, aber es schafft ja dann die Voraussetzung, sich auch tatsächlich zu engagieren und etwas zu tun. Aus der eigenen, und jetzt komme ich zu der Frage aus der eigenen Überlegung heraus, brauchen wir für das, was wir dann in dem Kontext von oder dem Konzept von Solidarität, wie du es geschildert hast, als solidarische Praxis, als Utopie, was wir da veranstalten, brauchen wir dafür irgendein Leitkonzept, irgendein Gedanke, irgendeine Vision, die uns eine Idee gibt, in welche Richtung das Ganze steuert? Bin jetzt unsicher, was ich sagen soll. 50% meinen ja, 50% nein.
Wenn ich mich entscheiden müsste, nein. Und jetzt gar nicht, weil ich denke, die Zeit der großen Erzählungen ist vorbei. Das ist ja Quatsch. Es gibt sehr mächtige, große Erzählungen. Die Nation inbegriffen. Die Zeit der großen Erzählungen ist gar nicht vorbei. Aber hier geht es ja um emanzipatorische Praktiken. Und ich glaube, dass man der Vorstellung, also wenn man die Vorstellung teilt oder von der ausgeht, dass es im Modus des Vollzugs geschieht, dann kann man jedenfalls nicht davon ausgehen, dass man irgendwie einen Fluchtpunkt hat, den man so benennen kann, dass da mehr dahinter stecken würde als ein Wertbegriff. Ja? Beispielsweise Solidarität. Ja? Ich glaube nicht, dass man eine institutionelle Konstellation oder ein strukturelles Arrangement schon vorzeichnen kann, wo es hingehen sollte, sondern ich glaube, die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um nächste Schritte zu tun, sind eigentlich das, was schon heute utopisch genug ist, um sozusagen als Moving Target, ja, was man dann vielleicht nicht wirklich erreicht in seiner Praxis, aber was einen anleitet und zieht, ich glaube, das kann man benennen, aber nicht sozusagen den Fluchtpunkt, wo die Reise hingehen soll. Ich meine jetzt auch nicht, wir beschäftigen uns hier in dem utopischen Raum durchaus mit dieser Frage permanent. Ich meine nicht, dass es notwendig ist, ein Bild zu entwerfen, was sozusagen Utopia ausmalt, bis ins Detail. Also dieses Bild, diese Vision, die in allen Lebensbereichen, das haben wir auch schon angefangen hier zu diskutieren, sozusagen eine Blaupause gibt, wo es hinsteuert. Mir geht es eher um die Frage von bestimmten Grundprinzipien, die man vielleicht anstreben muss. Also ich denke zumal an das, was aus deinem Vortrag sich ergibt, wenn es um Demokratisierung der Demokratie geht, wenn Demokratie etwas ist, was im Kontext von herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen, der herrschenden Praxis eigentlich chancenlos ist, unmöglich ist, aufgrund von wirtschaftlichen Verhältnissen, zumal dass es dann darauf ankommt, darüber nachzudenken, wie man, jetzt bin ich bei so einem Punkt, wie man die Wirtschaft, wie man das Ökonomische versucht zu demokratisieren. Alte Sachen, die schon mal versucht worden ist. Also wo man sagt, wir wollen uns mit solchen Fragen beschäftigen und denken darüber nach, was in dem Kontext alles zu tun ist. Absolut. Also, aber das, ich hatte jetzt deine Frage oder sozusagen den Impuls anders verstanden, dass man, und ich meine, da gibt es ja sehr viel in diesem Raum und außerhalb dieses Raums, also an Vorstellungen, wie beispielsweise einer, wahrscheinlich der wichtigste gesellschaftliche Lebensbereich, nämlich der vergesellschafteten Arbeit, wie die Organisationsform des Arbeitens demokratisiert werden könnten. Ja, und das ist natürlich einer der Bereiche, wo die Entdemokratisierung der Demokratie ganz offensichtlich werden. Ja, also uns alltäglich, ist völlig egal, wo wir alltäglich arbeiten, vergesellschaftet arbeiten, wir stoßen alle genau an diese Grenzen der Demokratie alltäglich. Machen sie uns nicht mehr ganz klar, weil wir nicht depressiv werden wollen. Aber also uns da Vorstellungen zu entwickeln, wie können Betriebe demokratisiert werden, wie können Produktionsentscheidungen demokratisiert werden, müsste man vielleicht lieber Produktionsentscheidungen demokratisieren, statt immer auf die Konsumentscheidungen zu schauen und so weiter. Da gibt es ja ganz viel, aber ich hatte dich eher so verstanden, was leitet uns eigentlich an? Ja, und da würde ich sagen, ist es nicht sozusagen das Ende, und ich meine jetzt gar nicht, dass der Weg das Ziel ist, aber was sozusagen der Antrieb ist, das wären für mich schon eher die Punkte, die genannt sind, sowas wie, naja, das muss kooperativ, kollektiv organisiert werden. Ja, das wird nicht individuell funktionieren. Ja, man muss es tun. Ja, man muss es selbst tun und nicht delegieren und projizieren auf andere. Ja, man muss den Anspruch haben, tatsächlich nicht nur an der Oberfläche, sondern an den strukturellen Bedingungen sich abzuarbeiten. Ja, ich glaube, das sind sozusagen im Verfahrensweg, im Gang der Dinge, das, was der Fluchtpunkt ist. Ja, und keine sozusagen, also würde ich jetzt eher sagen, keine in dem Sinne substanziellen Vorstellungen, wie müssen bestimmte gesellschaftliche Lebensbereiche organisiert oder reguliert oder gemeinsam gestaltet werden. Ich glaube, da gibt es Vorstellungen und die werden sich aber im Prozess auch weiter verändern. Na, aber das, was ich hier sozusagen als Dimensionen eines demokratischen Solidaritätskonzeptes genannt habe, in die Richtung würde ich nachdenken, wenn es darum geht, was zieht uns eigentlich da rein, ja? Was treibt uns an? Sehr gut. Ja, ich denke, wir sind längst dabei, dass jetzt Sie da auch die Möglichkeit haben,
ins Gespräch einzusteigen. Wir haben Saalmikrofone, es sind die ersten Hände schon gereckt und wir machen das immer so, dass wir abwechselnd Frauen, Männer bitten, etwas zu sagen. Sind die Mikrofone da? Also da hinten ist es die erste Meldung. Vielen Dank, sehr interessant. Ich hätte gerne noch gehabt, dass noch eine andere Logik vielleicht erwähnt wird, die eventuell einen Ausbruch aus diesem Dilemma geben könnte. Das ist nämlich die Care-Logik. Es wurde Reproduktion der Arbeitskraft und so weiter erwähnt, aber das ist ja noch viel mehr. Da geht es nämlich bei der Sorgearbeit, geht es ja eigentlich eben um sehr häufig nicht, also das sind keine gleichberechtigten Verhältnisse. Wenn ich mich um ein kleines Kind kümmere, das ist was ganz anderes. Das kleine Kind kann sich nicht genauso um mich kümmern. Das ist zum Beispiel das eine. Ich weiß nicht, ob das so ganz kurz, wenn ich das mal erwähnen will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo sich doch Dinge ändern könnten. Wenn wir überlegen, die unbezahlte Arbeit hier in Deutschland, das sind 826 Milliarden Euro wert, konservativ berechnet vom Statistischen Bundesamt für 2016 oder 2017. Das ist mehr, das sind ungefähr 40 Milliarden mehr als das gesamte Geld, das für Erwerbsarbeit bezahlt wird, samt, also und so weiter, das ist konservativ gerechnet. Das ist genau wie die Natur, wird einfach vergesellschaftet, wird nie bezahlt und so weiter und so fort. Also da ist zum Beispiel etwas. Eine weitere Sache ist Fridays for Future, das sind Jugendliche, das sind auch keine Bürger, die dürfen nicht wählen. Viele von denen dürfen nicht wählen. Die dürfen nicht bestimmen, ob sie in die Schule gehen wollen oder nicht, ob das Schulsystem gut organisiert ist, wie es ist. Also ich glaube, es ist gut, von den Rändern her zu denken und vor allen Dingen diese Stimmen zu hören, die da von den Rändern kommen, weil diese Leute wahrscheinlich, also wenn wir so intersektional denken, das sind die, die die meisten Nachteile haben und dann können alle die, die ein bisschen Vorteile haben, ein bisschen Privilegien, diese Privilegien ausnützen, um eben den weniger Privilegierten zu helfen. Stefan, du musst entscheiden, ob du gleich antworten willst oder ein paar Fragen sammeln. Das entscheidet der Moderator. Nein, du darfst. Ich war jetzt gerade am Schreiben, aber da ich, ist zwar meine rechte Hand, aber trotzdem, dann antworte ich mal kurz. Vielleicht, weil ich bei allem genickt habe und dann am Ende, dass man die Privilegien, die man hat, nutzen muss, um den anderen zu helfen, das würde ich gerne noch ein bisschen anders formulieren, im Sinn, wie ich es schon vorher formuliert habe. Weil im Grunde genommen die Dilemmasituation beinhaltet ja meines Erachtens, dass man im Grunde genommen die Privilegien, die man hat, in einer gewissen Weise auch auf die auch verzichten muss, ja, und sozusagen die kollektivieren muss. Und dann, wahrscheinlich meinten sie das aber, ne? Dann würde ich nicht mithelfen, also von meiner privilegierten Position aus, die zu nutzen, ist immer gut, sie zu instrumentalisieren, um etwas Emanzipatorisches zu machen. Das würde aber heißen, ja, mich mit den anderen gemein zu machen, um gemeinsam, ja, wenn es geht, allen die gleichen Privilegien zu geben, dass die dann keine Privilegien mehr sind, ja, sondern diesen Raum anders zu organisieren. Aber ansonsten, im Grunde genommen war die Botschaft der Analyse genau die von den Rändern her denken. Ja, sozusagen von den Ausschlüssen, von den Grenzziehungen und denjenigen, die dann am Rand sind oder ganz ausgeschlossen werden. Und insofern ist natürlich die Care-Logik eine ganz zentrale. Also die aus meinem vorigen Buch, die Externalisierungsidee, ist ja eine, die aus der feministischen Sozialtheorie kommt und wo sozusagen in ähnlicher, strukturähnlicher Weise auf natürliche, stoffliche Ressourcen bezogen und dann eben auch auf bestimmte Formen der Verausgabung von Arbeitskraft bezogen. Genau die Idee ist, hier wird etwas sozusagen abwertend, ja, vereinnahmt, einbezogen und gleichzeitig ausgeschlossen. Ja, das ist die Logik der Einbeziehung von Natur in Produktionsprozesse, genau wie die von Sorge, Care, Reproduktionsarbeit in Produktionsprozesse. Und ich habe das jetzt hier nicht so genannt, aber ich würde sagen, das verläuft
müsste man jetzt genauer schauen. Das ist ja auch eine Heuristik nur, ja, also etwas, was sozusagen problemaufschließend wirken soll. Das verläuft irgendwo zwischen der klassengesellschaftlichen, ja, und der konkurrenzgesellschaftlichen Achse. Also der Ausschluss von bestimmten Formen der Arbeit aus einem bestimmten Privilegiensystem. Und dann habe ich aber gesagt, genau diese ausgeschlossene Arbeit ist aber die das, ja, sozusagen das Privilegiensystem auch am Laufen hält. Ja? Also diese Logik der Care-Ökonomie unterliegt eigentlich dieser gesamten Überlegung der Grenzziehung. Vielen Dank. Da waren noch weitere Wortmeldungen, glaube ich. Hier vorne ist jemand. Gleich hier in der dritten Reihe. Ja, danke schön. Ich würde eigentlich gerne nach einer Konsequenz fragen, ob ich die richtig verstanden habe. Und zwar aus dem Demokratiebegriff. Wenn ich es richtig begriffen habe, heißt Demokratie das Recht auf Teilhabe daran, die gesellschaftlichen Bedingungen mitverändern zu können, unter denen ich leben muss. Und meine Frage ist, ob in der Konsequenz nicht eine ziemliche Zumutung, jedenfalls für uns, wie wir derzeit sind, da drin steckt, nämlich eine Abgabe von Kontrolle. Für die meisten von uns heißt das ja nicht nur Kontrollzugewinn, weil wir mehr über die Lebensbedingungen entscheiden können, sondern auch eine Abgabe von Kontrolle unserer Lebensbedingungen an die von anderen. Also die SchülerInnen, die nicht einfach entscheiden können, gar nicht zur Schule zu gehen, das ist natürlich eine Entscheidung, die gesellschaftlich getroffen wurde und die auch sozusagen vermutlich nicht rückgängig gemacht wird in so einer vollständigen Demokratie. Und das wird ja ausgeweitet. Das heißt, es gibt ganz viele Bereiche, in denen wir auch lernen müssen, Kontrolle abzugeben. Das finde ich einen interessanten und eigentlich sinnvollen Gedanken. Ich frage mich, ob dann nicht das Problem, dass der Begriff des Rechts ein Problem darstellt, weil Rechte gerade eigentlich traditionell verstanden als Abwehrrechte, als etwas bezeichnet werden, das in sozusagen mir Kontrolle sichern soll. Und das wäre einfach nur sozusagen, ist das die Konsequenz? Und wenn das die Konsequenz ist, müsste man dann nicht drüber nachdenken, die Rechtskritik, die hier in Frankfurt ja einige betreiben, ein bisschen stärker zu berücksichtigen. Letzteres ist garantiert der Fall. Ja, hängt sicherlich mit der externen Position zusammen, von der aus ich argumentiere. Ich glaube, dass die Zumutung richtig benannt ist, also sozusagen in der Vorstellung. Und ich glaube, dass man das weiterdenken müsste als etwas, was in den verschiedenen, also ist es von mir gedacht, in den verschiedenen alltäglichen Lebensbereichen, in denen ich mich bewege, ja, dass ich sozusagen in meinem Wohnumfeld, in meinem Arbeitsumfeld, in meinem schulischen Umfeld Teilhabemöglichkeiten an der Gestaltung, ja, der Rahmenbedingungen meiner eigenen Praxis habe. Dass das erstens Kontrollverluste sind, ist, glaube ich, offensichtlich. Also individuelle Kontrollverluste, sobald man sagt, das sind kollektive Entscheidungen, die getroffen werden. Kollektive, demokratisch organisierte Entscheidungen in den jeweiligen Feldern. Also da müsste man sich überlegen, wer darf in der Schule dann mitbestimmen. Ja? Also wie sozusagen die Praktiken des Schulbesuchs in Zukunft organisiert werden und wann man fernbleiben darf und wann nicht. Dann wäre das aber tatsächlich sozusagen eine in dem Feld nach einer kollektiv bestimmten Logik, ja, prozessierende Form der Teilhabe an der Gestaltung dieses Bereichs. Und dann haben wir multiple Felder und da können natürlich auch entsprechende demokratische Mitbestimmungsrechte sozusagen sich widersprechen jeweils. Ja? Also das, was ich als in einem betrieblichen Kontext vergesellschaftete mitentscheide, widerspricht womöglich den Interessen, die ich an anderer Stelle, ja, als Konsument habe oder als jemand, der nicht Eigentümer, sondern Mieter ist oder ähnliches. Also ich glaube, hier geht es tatsächlich um das Spannungsverhältnis von positiven und negativen Rechten. Absolut. Ja? Das ist, glaube ich, etwas, was man weiterdenken müsste in dem Feld. Aber ich glaube, das Dilemma ist nur ein weiteres, ja, ohne es zu entproblematisieren, sondern im Gegenteil. Ich glaube, auch das gehört dazu, ja, nicht nur auf Privilegien im Sinne zu verzichten, sondern tatsächlich auf bestimmte Formen auch, glaube ich. Und das ist jetzt wahrscheinlich dann auch etwas, worüber man weiter diskutieren müsste, weil es provokant ist, auf bestimmte Formen des liberalen Autonomieverständnisses verzichten zu müssen. Ich glaube, das steckt da mit drin. Ja.
Ich würde jetzt gerne mal sehen wollen, wer sich alles noch meldet, wer noch etwas sagen möchte. Da ist da hinten, glaube ich, eine Dame, die sollte dann, oder? Ja. Und dann haben wir hier vorne jemand. Und wir können jetzt auch erstmal vielleicht ein paar Beiträge sammeln. Ja. Das war ja jetzt eine ganze Menge Theorie und ich bin eher die Praktikerin. Und als sie anfingen mit Solidarität, habe ich immer wieder gedacht, jetzt kommt es gleich. Und zwar die solidarische Landwirtschaft. Das ist ja ein Reallabor, sogenanntes Reallabor, was man jetzt im Hier und Jetzt ja praktizieren kann, was in den letzten 8 Jahren immer mehr um sich gegriffen hat und wo man wirklich im Praktischen andere Wirtschaftsformen, andere Verhältnisformen zueinander üben kann und ganz praktisch auch die eigenen Grenzen, wie Sie sagten, wie war das? Wir sind in diese Strukturen gestellt und es ist ganz schwierig, da für uns auszubrechen. Und im Rahmen der solidarischen Landwirtschaft erfährt man das am eigenen Leib und muss dann halt weiterarbeiten. Sie hatten auch gesagt, dass Sie ja den soziologischen Begriff der Demokratie mehr betrachten und jetzt nicht den politischen, also die Systeme, wie funktioniert Demokratie zum Beispiel durch Mehrheitsentscheidungen und so. Wir haben versucht oder wir versuchen immer wieder in den solidarischen Landwirtschaften zu Konsensfindung zu kommen und da merken wir, wie schwer das ist. Aber es würde großen Sinn machen und das ist auch ein Raum, in dem man diese Dinge üben kann und einfach ist jetzt mein Beitrag zum, wo kann man praktisch üben, wo sind die eigenen Grenzen und wie kann man sie eventuell überwinden im Kleinen und es ist auch praktisch, also es dient zur eigenen Versorgung und es dient zum Erhalt von bäuerlicher Landwirtschaft zum Beispiel, also es ist ja sehr, sehr vielfältig auch auf vielen Ebenen unterwegs, die solidarische Landwirtschaft. Ja, vielen Dank, Herr Lessenich, für Ihren tollen Vortrag. Ich stimme absolut überein mit Ihrer politischen Zielrichtung, habe eine eher akademische Frage. Mich würde interessieren, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen sozialen Ungleichheiten und Demokratie begreifen würden. Sind Ungleichheiten per se ein Problem für Demokratien? Oder würden Sie sagen, es gibt auch vielleicht legitime Formen sozialer Ungleichheit? Ich glaube, ich stehe vollkommen ein, dass sozusagen, also wenn ein bestimmtes Maß sozioökonomischer Ungleichheit überschritten ist, dann können manche nicht mehr wirklich sozusagen teilhaben am politischen Prozess. Ich glaube, ich stehe vollkommen ein. Aber man könnte sich vielleicht gleichermaßen eine Gesellschaft vorstellen, die relativ ungleich ist, dass die einen gerne Leistungen sozusagen für ein Kollektiv erbringen und die anderen lieber die Seele baumeln lassen und nicht so viel arbeiten und so weiter. Könnte das nicht im Prinzip auch eine ziemlich demokratische Gesellschaft sein? Ja, also das Letzte unbenommen. Also mir geht es jetzt nicht hier um, weiß nicht, es jetzt wird dem Niveau der Frage nicht gerecht, aber es geht ja nicht um Gleichmacherei. Ja, es geht tatsächlich um die Frage, welche basalen materialen Bedingungen müssen uns in einem weiteren Begriff, es geht nicht nur um Einkommen, welche basalen Bedingungen müssen gegeben werden, damit man in jeder Position in Gesellschaft tatsächlich die Chance hat, ja, an der Gestaltung der eigenen Lebensverhältnisse teilzuhaben. Und es geht nicht um die Frage gleicher Lebensstile, ja, oder gleicher Lebensziele, ja, oder gleicher Lebensgestaltungsziele, je individuell oder in einem Haushalt. Sondern es geht tatsächlich um die Frage der Mitwirkung an der Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen. Und da würde ich dann sagen, diejenigen, die die Seele baumeln lassen, ja, müssten dafür streiten, dass es möglich ist, in Gesellschaft auch die Seele baumeln zu lassen. Ja, dann weiß ich nicht, ob das heißen würde, man muss für ein garantiertes Grundeinkommen oder wo auch immer für streiten. Ja, aber
die Möglichkeit, bestimmte ja, individuelle, differente Lebensvorstellungen zu realisieren in Gesellschaft, ja, und von dort, von diesen Positionen aus teilhaben zu können an der Gestaltung genau dieser Möglichkeit, widerspricht, glaube ich, meinem Verständnis von sozusagen sozialer Gleichheit in dem Sinne nicht. Ja, ich glaube, im Gegenteil, Demokratie in dem Sinne, ja, die Demokratisierung der Demokratie, wäre überhaupt erst die basale Voraussetzung für die Lebbarkeit von unterschiedlichsten Lebensentwürfen. Das ist das eine. Und ich glaube, zur solidarischen Landwirtschaft muss ich jetzt nicht viel sagen. Wahrscheinlich haben mehrere gedacht, jetzt kommt es gleich und noch an was anderes gedacht. Das war sozusagen die Stelle, wo ich aufgehört habe. Ich glaube, egal ob solidarische Landwirtschaft oder nicht, meine Kriterien, die ich anlegen würde, wären einerseits die Frage, werden, das war sozusagen diese transformative Dimension, werden bei solchen Aktivitäten tatsächlich auch die strukturellen Bedingtheiten ja, dessen, was man tut und was man nicht tun kann, mit bedacht und zielt es auf die Veränderung von erweiterten gesellschaftlichen Verhältnissen oder zielt es auf die Möglichkeit, in einer Nische ja, sich zu bewegen in dieser Gesellschaft, die aber davon abhängt, dass strukturelle Ungleichheiten in dem Feld nach wie vor bestehen bleiben. Ne? Ich unterstelle das jetzt gar nicht, sondern das wäre sozusagen das Kriterium, ja, werden die Strukturbedingtheiten mit in den Blick genommen und ist das, was man da tut, verallgemeinerungsfähig, ja, oder lebt es davon, dass es nicht alle tun? Also das nochmal zu dieser Frage, weil du am Ende wirklich das deutlich gemacht hast mit der Solidarität mit den Verschiedenen oder der Verschiedenen. Da ist ja nicht die Solidarität der Gleichen gemeint, was wir gerade vielleicht auch diskutiert haben. Aber das Problem der sozialen Ungleichheit ist ja etwas, wenn es im Kontext dessen, was du nennst, Schließungen stattfindet. Also wenn es aufgezwungen wird durch soziale Verhältnisse, durch gesellschaftliche Machtverhältnisse, wenn es den Teilnehmern im gesellschaftlichen Prozess nicht möglich ist, an den Prozessen teilzunehmen und daraus soziale Ungleichheit entsteht. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Da war hinten eine Frage und hier zwei. Aber es sind jetzt lauter Männer, die sich melden. Was habe ich denn da? Ja. Wo ist noch eine Frau? Wo? Ich habe ich nicht. Hier vorne, dann kommt erst die Dame hier vor. Almut? Ich schließe an meine Vorrednerin an, vielleicht wurde das jetzt auch schon gesagt, aber Sie schlagen ja am Ende einen Solidaritätsbegriff quasi als utopische Lösung für das soziologisch-demokratische Problem vor. Und ich frage mich, also ich glaube, wesentlich hängt das Gelingen von dieser vierten Komponente, nämlich der transformativen Komponente ab. Frage mich aber, ob man nicht mit Blick auf linke Bewegungsgeschichte sich auch eingestehen muss oder über das Scheitern nachdenken muss, ob es nicht das auch schon gab. Also ich denke da insbesondere jetzt an zum Beispiel kriseninduzierte Netzwerke in Griechenland während der Krise, die sich explizit auf einen Solidaritätsbegriff berufen haben, zum Beispiel die Solidarity Clinics vor Ort, die quasi einem scheiternden Wohlfahrtsstaat die Gesundheitsversorger auf sehr progressive, emanzipatorische Weise abgenommen haben und Lösungen dafür erfunden haben in einem kollektiven, konfliktuösen Verhältnis, wie es eigentlich anders und auch besser zu machen sei. Die sind ja gescheitert im großen Sinne. Liegt das an der Verrechtlichung, die dann nicht stattgefunden hat und dann eigentlich auf einer politisch-demokratischen Ebene stattfinden muss? Also vielen Dank für die Frage, weil wir machen da ein empirisches Projekt dazu. Wir haben in 10 Tagen unseren Workshop, der wahrscheinlich umfunktioniert wird in eine gemeinsame Aktion, weil die Klinik Elinico mit einem Räumungsbescheid konfrontiert ist. Also solidarisches Gesundheitswesen dort unter Notstandsbedingungen, ja, würde ich sagen, ist, glaube ich, erstmal ein sehr gutes Beispiel. Wir müssten uns, das können wir jetzt nicht machen, darüber unterhalten, ob man sagen kann, dass die gescheitert sind. Sie sind womöglich an den herrschenden politischen Verhältnissen gescheitert. Wenn man sich das genauer anschaut, haben Sie wahrscheinlich auch, dann wird man, glaube ich, sehen, dass die überhaupt nicht gescheitert sind. Ja? Dass da nicht nur von dem Anspruch, der da gesetzt wurde, der, glaube ich, wirklich sehr weit in diese transformative Richtung geht. Ja? Jeder und jede hat das Anrecht, dort medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen. Egal, ob er seit einem Tag auf griechischem Boden ist oder seit 100 Jahren. Ja? Egal, ob er irgendwo Beiträge gezahlt hat oder nicht, ohne Ansicht der Person, ja, ohne Bedürftigkeitsprüfung, ohne Beiträge und so weiter und so fort. Es werden keine Gelder angenommen, sondern nur Sachleistungen, ja, um Korruption zu verhindern und so weiter. Also da ist sehr weitreichend, ein sehr, finde ich,
sozial kluges Konzept von Solidarität entwickelt worden. Und meines Erachtens ist es überhaupt nicht gescheitert und wird auch nicht mit der Räumung, ja, dieser Kliniken oder ihrer Schließung gescheitert sein. Sondern ich glaube, genau das, was ich gesagt hatte, was dort entstanden ist an Orientierungen, ja, und an praktischem Sinn dessen, was man da tut und tun will, das wird durch die Räumung in keiner Weise scheitern. Ja, sondern, also einstweilen weiß ich von den Akteuren, dass sie sagen, jetzt erst recht. Ja, jetzt erst recht. Und sie können natürlich sagen, ja, die sind an den konkreten, und da muss man sagen, Machtverhältnissen, den institutionierten Machtverhältnissen in Gesellschaft gescheitert. Andere Regierung, ja, die Dinger schließt. Sie können auch sagen, die sind daran gescheitert, weil sie vielleicht letztlich Erfüllungsgehilfen, ja, des öffentlichen Gesundheitswesens gewesen sind. Nämlich sie haben überhaupt erst ermöglicht, ja, dass das Gesundheitswesen da einigermaßen stabil bleibt. Ja, wenn die nichts getan hätten, wäre es vielleicht zusammengebrochen. Und hätte die Möglichkeit einer, ja, anderen Transformation eröffnet. Aber ich glaube, dieses Beispiel ist ein sehr gutes dafür, dass selbst wenn es sozusagen institutionell scheitern sollte, ja, genau das, was ich hier mit transformativen Praktiken meine, dass das weitergetrieben werden wird. Das wäre meine Einschätzung der Situation. Ja, ich fand Ihre Analyse sehr interessant, wie Sie den Demokratiebegriff sozusagen erweitert haben und die Gefährdungen der Demokratie mit diesen verschiedenen Achsen. Aber ich habe da doch vielleicht eine etwas altmodische Perspektive. Wenn man sich mit der Diskussion über Demokratie in den letzten 50 Jahren so beschäftigt, und aufgrund des Alters konnte ich das alles verfolgen, da gab es Ende der 60er Jahre mal einen Johannes Agnoli, der hat ein Buch geschrieben, damals berühmt, viel diskutiert, Transformation der Demokratie. Der hat diesen Prozess der Aushöhlung der repräsentativen Demokratie durch Machtinteressen, durch Machtgruppen und durch alle möglichen Prozesse der wirtschaftlichen Einflussnahme ja sehr detailliert analysiert. Wie gut das war, ist eine andere Sache, aber das ist sozusagen eine Perspektive, die finde ich leider, obwohl Sie das ja sagen, oben unten ist eine Hauptachse bei dem Demokratiethema, etwas vielleicht unterbelichtet, weil, also ich sehe die Gefährdungen der Demokratie vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass die Macht sozusagen des Parlamentes und der parlamentarischen Demokratie, der repräsentativen Demokratie unterminiert wird, heute auch durch enorme Lobbygruppen, durch enorme Zusammenballung von wirtschaftlicher Macht. Also wenn man so einen Konzern wie BlackRock sieht, der vielleicht bald einen seiner Repräsentanten ins Kanzleramt schicken kann, ne? Merz. Wenn man sich das anguckt, die haben ein Volumen, die das 2- bis 3-fache des Bruttoinlandsprodukts der Bundesrepublik ausmacht. Und von daher enorme Potenziale der Einflussnahme. Wenn man sich ansieht, dass ein Finanzminister Scholz sagt, eine seiner wichtigsten Aufgaben in dieser Amtszeit sei noch, durch Expertise und Know-how endlich auf sozusagen Augenhöhe zu kommen mit den Interessengruppen aus der Finanzindustrie, die diesen Staat ausplündern, Cum-Ex Stichwort, dann sehe ich da also ganz entscheidende Gefährdungen der Demokratie durch die Zusammenballung von wirtschaftlicher Macht und einer zunehmend ja ohnmächtiger werdenden parlamentarischen Repräsentationsdemokratie. Und ich meine, von den Gesetzen geht ja doch entscheidende Strukturbildung aus für Gesellschaft. Wenn ich sozusagen die Wirtschaft demokratisieren will, muss ich das machen über entsprechende gesetzliche Regelungen. Ich brauche ein anständiges Betriebsverfassungsgesetz. Das wird seit 50 Jahren sozusagen diskutiert. Es wird teilweise novelliert, aber doch immer letztlich so, dass die wirtschaftlichen Interessen der Kapitaleigner dominant sind, ne? Unternehmensmitbestimmung, es gibt keine Parität und so weiter. Und ich weiß nicht, diese anderen Prozesse der Demokratisierung sind alle sehr wichtig, aber ich denke, diese zentrale Machtachse, die wird immer bedeutender in meinen Augen. Und ich weiß nicht, wie weit Sie da mit diesen schönen Konzepten der Solidarität vorankommen wollen. Also es sind ganz entscheidende Machtfragen, die da politisch geklärt werden müssen. Ja, selbstverständlich.
Selbstverständlich sind es Machtfragen, die politisch geklärt werden müssen, und zwar auf allen vier Achsen, würde ich mal behaupten. Wir haben einfach eine andere Analyse. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt der oben-unten Achsen 100% der Erklärungskraft zuschreiben würden oder 90 oder 80 und ich 60 oder 50. Ich sage nur, wir können diese oben-unten Achse in ihrer Funktionsfähigkeit nur verstehen, wenn wir die anderen Achsen mit einbeziehen. Ja, Sie können noch so oft auf BlackRock und Friedrich Merz verweisen, ist absolut richtig, habe ich auch gesagt, sage ich auch nochmal, absolut richtig, eine ganz zentrale Achse. Ja, aber dass diese Achse tatsächlich solche strukturierende Wirkung haben kann, liegt auch an der Etablierung der anderen Achsen. Ja, und die haben auch ihre Eigenlogik. Ja, diese anderen Achsen fallen nicht automatisch weg, indem sie sagen, wir enteignen BlackRock, ja, oder die 8 reichsten Männer oder die 250 oder ja, wir lassen das Kapitaleigentum ja, gesellschaftlich breitestmöglich streuen, sondern tatsächlich über die ja, über Steuerpolitik, ja klar, das ist, bin ich voll dafür, ja. Aber wir haben einfach eine andere Analyse, deswegen würde ich auch über Agnoli hinausgehen, ja, in dem Sinne, dass diese eine Achse nicht die alles Entscheidende ist, ja, von der die anderen nur Abgeleitete sind. Ich halte diese Analyse für falsch, aber gestehe Ihnen zu, dass Sie eine andere Analyse haben. Ich will die Rolle des Moderators nicht unbedingt verlassen an der Stelle, aber es ist deutlich, dass wir ja an der Stelle eine Frage, wir können ja sagen, natürlich sind die Machtverhältnisse und wir können auch sagen, es bedarf einer anderen Steuerpolitik, aber es braucht dann immer auch eine Kraft, die das durchsetzt. Wir müssen ja dann Akteure haben, die dafür Sorge tragen, dass sich an diesen Verhältnissen etwas ändert. Und das kann ja die parlamentarische Demokratie alleine nicht sein, weil es in ihrer Krisenanalyse ja auftaucht als ein Problem. Beeinflusst durch wirtschaftliche Interessen, durch lobbyistische Kräfte. Also macht man sich Gedanken, wie es über andere Formen von Öffentlichkeit, also mitten im demokratischen Prozess, verändert werden kann. Da tauchen dann Bewegungen auf, soziale Bewegungen, wie zum Beispiel die Fridays for Future. Aber auch diese Konzepte von einer solidarischen Landwirtschaft oder Ideen, die alle irgendwo eine Bedeutung haben an der Stelle und dazu beitragen, dass die Kraft und die in Öffentlichkeit entsteht, die am Ende auch dann dafür Sorge tragen, dass sich etwas verändern kann, dass es Transformative stattfindet. Ich würde das nicht an Ihrer Stelle jetzt kleinreden wollen. Das spricht nicht gegen eine andere Steuerpolitik. Aber die Frage ist, warum haben wir sie bislang nicht geschafft? Warum ist sie nicht da? Ja? Also wir müssen doch dafür Sorge tragen, dass die Kräfte so stark werden, dass es geht. Wir haben gerade über das Scheitern gesprochen im Kontext der Projekte in Griechenland, ja, wo aber das völlig korrekt ist, dass es eigentlich nicht gescheitert ist, weil die Idee als solche doch da ist. Und die Idee wird auch sich fortsetzen und die wird auch in Zukunft irgendeine Bedeutung haben. Also es mag im Augenblick vielleicht an etwas gescheitert sein, aber nicht dauerhaft. Ich glaube, das sind die Prozesse, die wir aus 50 Jahren Beobachtung von Politik in dieser Gesellschaft auch lernen können und lernen müssen. Es waren jetzt noch vielleicht zwei Fragen, die ich gerne aufgreifen will und dann sollten wir langsam zum Ende kommen. Wer hatte hier vorne noch eine Dame und dann war noch da hinten ein Herr. Also erst hier vorne. Dann ganz kurz eine Anmerkung oder Anregung, Frage auch. Rechten stehen ja häufig auch Pflichten gegenüber. Und das heißt, ich habe doch auch Solidarität, bedeutet doch auch eine Selbstverpflichtung, meinen eigenen Ansprüchen zu genügen. Also nicht nur das Recht zu haben, zu kritisieren im Umweltbereich oder in anderen Bereichen, sondern auch selber aktiv zu werden, selber etwas zu tun. Das meine ich mit Verpflichtung. Also dass die Solidarität sich auch darin zeigt, dass man sich selber und den anderen gegenüber auch verpflichtet fühlt. Und dass das ein wichtiger Punkt auch ist, um, sagen wir mal, wirklich das zu stärken, dass man das stärken muss, die Verpflichtung vor sich selber, diese Ansprüche auch zu erfüllen, um dann halt Solidarität wirklich zu leben zu können. Dann war da hinten noch eine Frage und dann sollten wir langsam zum Ende kommen. Wir können ja wahrscheinlich auch stundenlang diskutieren.
Also ich habe keine Frage, aber ich wollte etwas sagen, und zwar Ihre gesamte Begrifflichkeit ist für mich, zeigt ein Menschenbild, das typisch für den Neoliberalismus ist. Also auf allen Ebenen, nicht nur die ganz oben, auch die anderen Achsen, die Sie beschrieben haben, zeichnen sich dadurch durch einen Menschen aus, der teilhaben will, also mehr Macht, mehr ökonomische Güter und mehr Mitsprache, heißt es ja, nicht? Also mehr Macht. Und es ist in der Tat so, dass der Mensch dazu neigt, Macht haben zu wollen, immer mehr Macht. Ja? Und der Mensch ist natürlich auch solidarisch, kann beides haben, je nachdem, in welcher gesellschaftlichen Struktur er aufwächst. Aber ich verstehe Demokratie gerade so, dass Demokratie muss da ein Balken ziehen, so sagt es Mausfeld. Demokratie hat die Aufgabe, das Machtstreben einzelner Gruppen zu begrenzen. Das ist ja gerade die Aufgabe der Demokratie, und das habe ich da nicht so gesehen. Das geht einfach durch, auch durch die Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung hatten wir nie wirklich und heute schon mal gar nicht, ist sie gegeben. Durch Mitsprache, basisdemokratische Mitsprache haben wir auch nicht. Und natürlich durch Medien, durch einen öffentlichen Debattenraum, wo wirklich informiert werden über entscheidende Fragen, die gesamtgesellschaftlich wichtig sind. Und wir haben keine freien Medien. Wir haben keine Medien, die interessenfrei informieren. Also wir haben einfach Massenmedien, die bestimmte Interessen vertreten in wichtigen Fragen. Und ja, also das, diese Seite finde ich unterbeleuchtet oder zu wenig beachtet von Ihnen, nicht die starke Beeinflussung der einzelnen Menschen auch durch die Prekarisierung. Das tut natürlich auch Angst hervorheben, und das bewirkt natürlich auch, dass man nach unten sich abgrenzt. Naja. Also das war jetzt eine ganze Batterie von Anmerkungen. Bei dem letzten würde ich sofort zustimmen. Das ist ja, also das würde ich unter die Logik der Konkurrenzgesellschaft fassen, ja, also Prekarisierung und dann die weiteren Abstufungen innerhalb, in dem Fall, also des Feldes der Lohnabhängigkeit, das widerspricht dem, glaube ich, nicht. Ansonsten würde ich mich, naja, missverstanden, das heißt, Sie haben es ja dann so verstanden, also dass es durchzogen sei von neoliberalen Kategorien, weil es um Macht gehen würde, das habe ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen können. Ich würde zustimmen, dass es hier um Ermächtigung geht, ja, und um die Möglichkeit, also verstanden als die Möglichkeit zur Teilhabe, ja, an der Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen. Aber ich würde jetzt nicht so einen engen Machtbegriff teilen, den Sie jetzt angedeutet haben, zumindest wenn Sie von der Vermachtung von Medienfeld oder Ähnlichem sprechen. Aber ich muss darüber nachdenken, ob sich tatsächlich, also ich habe ja angedeutet, dass die Gefahr ist, wenn man sagt, wir leben in keiner Demokratie oder in einer sehr unvollständigen, dass man sich dann auch womöglich auf ein vermintes Gelände begibt, weil man dann verwechselbar werden könnte mit Positionen, die von einer ganz anderen Seite Ähnliches behaupten. Ob jetzt meine Begrifflichkeiten dem Vorschub leisten, da müssen ich nochmal drüber nachdenken. Das andere ist, ich bin kein Freund der engen Kopplung sozusagen dieser Rechte- und Pflichtensemantik, aber so wie Sie es dargestellt haben, ist es selbstverständlich so, dass die sozusagen auch die wechselseitige Anerkennung von gleichen Berechtigungsansprüchen, ja, eine Verpflichtungsdimension hat. Ja, man erkennt an, dass auch andere berechtigt sind, ja, an der gesellschaftlichen Gestaltung von bestimmten Lebensbereichen teilzuhaben. Und insofern in so einer Semantik der Verpflichtung würde ich Ihnen zustimmen und das ähnlich sehen. Ich würde gerne jetzt schließen. Wir haben viel diskutiert, und ich bin sicher, dass wir noch jede Menge weiter zu diskutieren haben werden. Das wird auch stattfinden. Die Frage, die ganz am Anfang stand, Stefan, waren wir nie demokratisch oder sind wir nie demokratisch gewesen? Die Frage an die Grammatik, ich glaube, die haben wir jetzt hier insofern beantworten können, als das Letztere richtig ist, nämlich etwas, was aus der Vergangenheit kommt und in die Gegenwart reinreicht. Das ist damit gemeint, etwas ist nie demokratisch gewesen. Was wir angefangen haben zu diskutieren, ist eigentlich die
Futurperspektive? Wird es irgendwann möglich sein, dass wir demokratisch leben können? Dass die Demokratisierung der Demokratie gelingt als Prozess, als etwas, was aus der heutigen Sicht vielleicht utopisch scheint, aber eben eine Utopie ist, die relativ konkret gefasst ist und heute in vielen Teilen schon des Handelns auftaucht. Ich glaube, das ist deutlich geworden, auch in der Vergangenheit, in bestimmten Ideen. Das ist keineswegs so, dass das alles nur ganz neu gedacht wird. Das sind ja Prozesse, die umkämpft sind, das hast du auch deutlich gemacht, die von Öffnungen und Schließungen betroffen sind, die auch nicht jetzt immer nur ein ganz normaler dynamischer Zuwachs ist, sondern das, was geöffnet ist, kann auch wieder geschlossen werden. Und das sind ja die Prozesse, die, glaube ich, jetzt deutlich geworden sind hier und uns eine Möglichkeit geben, darin sich auch in der solidarischen Praxis, in der Praxis, die uns alle irgendwo offen steht und wo wir auch Ideen haben, zu bewegen. Ich glaube, das ist der Punkt, den wir jetzt hier an der Stelle erreichen können für heute. Es gibt eine Menge zu diskutieren. Du hast viele Themen angesprochen. Wir werden das ganz sicher auch fortsetzen. Es wird weitere Gelegenheiten geben, wo wir das machen können. Aber ich würde jetzt erstmal dir noch ganz herzlich danken wollen, Stefan, für den ausgezeichneten Vortrag, für die Formulierungen der Achsen, für das analytische Verständnis und das daraus abgeleitet, die Frage, die ich anfangs gestellt habe, wie können wir es schaffen, dass diese Demokratisierung der Demokratie angegangen werden kann. Vielen Dank.